so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie ganz herzlich wieder hier im Max-Benzel-Forum unserer Stadtbibliothek begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich bei unserer Gastgeberin, die Leiterin der Stadtbibliothek, Frau Christine Brunner, und ihrem Team. Vielen Dank, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen. Zuerst ein paar Hinweise. Wir filmen diese Veranstaltung wieder und werden sie später auf unserem YouTube-Kanal S21 BauTV veröffentlichen. Visitenkarten liegen draußen. Alle anderen Veranstaltungen der letzten Jahre haben wir übrigens ebenfalls dort veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal und Sie können sie sich dort gerne noch einmal in Ruhe anschauen. Wenn Sie nicht auf dem Film erscheinen wollen, dann kommen Sie nachher zu mir und sagen mir das. Wir schneiden Ihren Beitrag dann später raus. Wir werden nachher unser digitales Modell diskutieren. Bitte benutzen Sie dann das Mikrofon, das ich zu Ihnen bringe, damit man Ihre Redebeiträge später auf dem Film deutlicher hören kann. Wir werden die Veranstaltung wie immer um 20.45 Uhr beenden und auf der Bühne hier oben unser obligatorisches Gruppenfoto machen. Bis 21 Uhr müssen wir die Bibliothek verlassen haben. Meine Damen und Herren, unsere Vortragsreihe geht nun inzwischen ins dritte Jahr und heute findet der 9. Teil statt. Seit unserer letzten Veranstaltung am 17. Juli vor der Sommerpause letztes Jahr hat sich einiges getan. Die Verwaltung hat sich mit der Neufassung der Gemeinderatsdrucksache 617/2017 vorgenommen, im Frühjahr dieses Jahr wieder einen internationalen Wettbewerb zur Stadtentwicklung im Rosenstein auszuschreiben. In diesem Wettbewerb soll unter anderem direkt am neuen Hauptbahnhof ein großes Kulturquartier entwickelt werden. Vor diesem Hintergrund wird uns Herr Stuckenbrock nachher im Detail die Kriterien aufzeigen, die notwendig sind, dass der Wettbewerb gelingt und gute Ergebnisse bringt. Anschließend werden wir die Schlüsselstandorte für öffentliche Einrichtungen im gesamten Entwicklungsgebiet am digitalen Modell veranschaulichen und gemeinsam diskutieren. Wir haben als Verein IG Bürger engagiert an der informellen Bürgerbeteiligung Rosenstein mit einem Sitz im Forum mitgemacht. Mit unseren zahlreichen offenen Formaten haben wir uns damals nicht nur mit den städtebaulichen Grundlagen und den Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung im Rosenstein beschäftigt, sondern Herr Stuckenbrock hat uns auch die Ergebnisse der damaligen Gutachten und Städtebauwettbewerbe im Entwicklungsgebiet erläutert. Wir hatten Herrn Lehrmann und Herrn Trojan hier in der Bibliothek zu Gast. Beide haben uns nochmals ihre Gutachten und Entwürfe für das Rosenstein gezeigt und erläutert. Außerdem haben wir uns durch unsere Städtebauexkursionen nach Heidelberg und Tübingen sowie unsere Rundgänge vor Ort im Rosensteingelände und unsere Besichtigung der Bestandsgebäude der Bahn und Post umfangreiche Erkenntnisse über das Rosensteingebiet erarbeiten können. Ab unserer vierten Veranstaltung, ab Herbst 2016, haben wir uns zusätzlich am digitalen Modell, welches unser Mitglied Christoph Weigel erarbeitet hat, ausführlich mit den Bestandsgebäuden, der Topografie, dem Bahnhofsumfeld und mit der sozialen Mischung im Entwicklungsgebiet auseinandergesetzt und viele weitere nützliche Erkenntnisse gewonnen. Aus unserer Initiative heraus ist unter anderem der Gemeinderatsantrag 68/2017 entstanden, dessen sorgfältige Bearbeitung und Beantwortung fundamental für die Programmierung des anstehenden städtebaulichen Wettbewerbs ist. In diesem Antrag, der mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen wurde, sollten von der Verwaltung unter anderem bis zur Sommerpause 2017, das war vor einem halben Jahr, der Entwurf eines umfassenden Rahmenterminplans für die gesamte Entwicklungsfläche Rosenstein vorgelegt werden, die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Bahn und Stadt bezüglich Gleisvorfeld dargestellt werden, die genaue Untersuchung der Bestandsgebäude sowie ein Vorschlag für die Umnutzung bei Erhalt der Bauwerke erarbeitet werden, und ein Vorschlag für eine geeignete Topografie auf der gesamten Entwicklungsfläche erarbeitet und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Antrag hatte nämlich folgenden Hintergrund. Wenn der Wettbewerb geeignete Ergebnisse bringen soll, dann halten wir es für unabdingbar, dass diese Punkte vorher geklärt sind und in die Ausschreibungsunterlagen einfließen. Im Idealfall werden diese Punkte mit den Bürgern in intensivem Dialog durchgesprochen und geklärt,
und vom Gemeinderat abgesegnet. Leider ist der Antrag 68/2017 von der Verwaltung in der genehmigten Vorlage 6/17/2017 als erledigt erklärt worden, obwohl die Punkte offensichtlich nicht abgearbeitet wurden. Diesen Vorgang halten wir für ungeheuerlich. Des Weiteren fordern wir schon seit Jahren ein analoges Modell der Entwicklungsfläche vom Bestand als Arbeitsmodell im Maßstab 1:500, welches auch die Bestandsbauwerke der Bahn inklusive Brücken und Bahndämme darstellt und welches die Topografievarianten verdeutlicht. Wir hatten uns dieses Modell schon im Vorfeld der Bürgerbeteiligung gewünscht, aber die Verwaltung war bis heute nicht in der Lage, dieses Modell uns Bürgern zur Anschauung zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Modell liegen der Verwaltung zahlreiche Anträge der Gemeinderatsmitglieder vor. Es wurde in der Haushaltsvorlage 488/2015 vor 3 Jahren für den Haushalt 2016/17 das Geld für dieses Modell vom Gemeinderat bereits genehmigt. Eine Anfrage zum Sachstand der 488/2015 durch die Fraktion Freie Wähler blieb bis heute unbeantwortet. Das Modell ist noch nicht einmal ausgeschrieben. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Verwaltung hier, und das muss ich leider in aller Deutlichkeit sagen, einen großen Fehler begeht, wenn sie meint, dass für den Wettbewerb keine dezidierten Vorgaben darüber gemacht werden muss, wie sie sich die zukünftige Topografie vorstellt oder wie mit den Bestandsbauwerken umgegangen werden soll. Dass man im Wettbewerb von der im Vertrag zwischen Bahn und Stadt vereinbarten roten Linie ausgehen will, wie es unser Baubürgermeister Herr Peter Petzold vorschlägt, halten wir für denkbar ungeeignet. Sicherlich muss man später von dieser Linie ausgehen, wenn es um die Kostenermittlung geht und die Verteilung der Verantwortlichkeiten in der Baupraxis zwischen Bahn und Stadt. Aber jetzt, für den Wettbewerb, muss die Stadt als Eigentümerin der Grundstücke darüber dezidierte Vorgaben machen. Die Wettbewerbsteilnehmer sollen zwar schon von den Vorgaben der Stadt abweichen dürfen, wenn es für den Entwurf sinnvoll ist, müssen diese Abweichung dann aber im Detail genau begründen. Für mich ist hier eines sonnenklar: Der Bauherr, in dem Fall die Stadt, macht die Vorgaben. Und je konkreter die Vorgaben sind, desto brauchbarer ist hinterher das Wettbewerbsergebnis. Dies ist bei jedem Bauvorhaben so und bei einem Wettbewerb ist es nicht anders. Ich weise hier nochmal deutlich darauf hin, dass die Stadt nach vertraglicher Vereinbarung mit der Bahn bis zum Dezember 2018 der Bahn sagen muss, welche Gebäude erhalten bleiben und welche abgerissen werden sollen. Sonst wird die Bahn stur nach Vertrag vorgehen und sich strikt an die rote Vertragslinie halten. Die Bahn reicht ihre Planungsunterlagen zur Gleisvorfeldberäumung nächstes Jahr ein. Danach sind Änderungen nur schwer möglich bzw. mit hohen Kosten verbunden. Damit habe ich schon den ersten Thementeil unseres heutigen Abends angerissen. Herr Stuckenbrock wird nachher in gewohnter Weise viel detaillierter darauf eingehen. Unser zweites großes Thema heute Abend sind die öffentlichen Gebäude. Wir meinen damit nicht nur die Bauten für die Hochkultur, wie die Interimsoper oder das Kulturquartier auf dem A3-Grundstück, sondern auch Bauten wie Bürgerbüro, Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen, Senioreneinrichtungen, Einrichtungen für Gesundheit und andere Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Als unser OB im UTA die Neufassung der Gemeinderatsdrucksache 6/17/2017 vorstellte und vorschlug, auf dem A3-Grundstück ein Kulturquartier entstehen zu lassen, welches alle drei gewünschten Sondernutzungen, Kongresszentrum, Konzerthaus, Lindenmuseum bzw. Haus der Kulturen vorschlug, waren wir erst einmal perplex. Erst wurde mit dem Beginn der konkreten Projektarbeit im Rosensteinviertel lange gezögert. Und jetzt kommt unser OB mit einem ganz großen Wurf. Boah, klasse, tolle Idee. Der Mann schreitet voran. Endlich passiert was in der Stadt. Think big. Dann kurz drauf kamen erste Zweifel auf. Ist es so wie immer? Wird eine nicht durchdachte Idee in den Raum geworfen, wie schon so oft? Einfach um zu sehen, wie die Reaktion darauf ist? Dann die Frage: Wie groß war nochmal die vom Planungsamt ermittelte Gesamtgeschossfläche für alle drei Einrichtungen? 15.700 Quadratmeter. Ganz genau steht das unter Punkt 2 und 3 in der Vorlage und ist dort als Flächenbedarf ausgewiesen.
Da es für das Lindenmuseum schon eine genauere Angabe gibt, das wussten wir, aber für ein Kongresszentrum und für eine neue Konzerthalle gab es da schon was Genaues. Dann hat Christoph Weigel im digitalen Modell diese Geschossfläche mit einer Geschosshöhe von circa 3 Meter als Schichtenmodell auf das Grundstück gelegt. Und wir haben schnell gesehen, dass damit die gesamte Fläche des A3-Grundstücks ausgereizt war. Sie können dies als Abbildung auf unserem Flyer für diese Veranstaltung sehen. Und wir werden uns das nachher noch genauer gemeinsam am digitalen Modell anschauen. Jetzt haben aber manche Räume dieser gewünschten Sonderbauten eine viel größere Geschosshöhe. Das sind Räume wie ein Konzertsaal in einer Philharmonie oder Räume mit Sondernutzung in einem Kongresszentrum oder in einem Haus der Kulturen. Mit dieser Erkenntnis müsste man das Kulturquartier viel weiter auf das A2-Gebiet ausweiten, was ja auch vorgeschlagen wurde. Das ist zwar möglich, aber ist es auch sinnvoll? Wie wollen wir mit dem Grundstück gegenüber dem Hauptbahnhof umgehen? Wir Bürger jedenfalls sind noch nicht gefragt worden. Schnell merkt man bei genauerem Hinsehen, dass dieser Punkt in der Vorlage leider nicht richtig durchdacht ist. Es fehlt die Auseinandersetzung mit der Standortfrage aller kultureller Einrichtungen in der gesamten Stadt und vor allem auf dem Entwicklungsgebiet Rosenstein. Es fehlt die Auseinandersetzung mit der Frage, ob es sinnvoll ist, alle 3 Einrichtungen an einer Stelle zu platzieren. Und es fehlt ein dezidiertes Raumprogramm und eine Bedarfsermittlung. Von den geschätzten Kosten mal ganz abgesehen. Lediglich für das Lindenmuseum liegt unserer Kenntnis nach ein Programm vor. Unsere Euphorie im ersten Augenblick darüber, dass jetzt endlich die Einsicht gereift war, dass man sich intensiv um die Entwicklung der Rosensteinfläche kümmert, wich einer Ernüchterung, als wir uns im Detail mit der Vorlage beschäftigten. Deshalb haben wir Ende Oktober einen offenen Brief zu dieser Sache an unseren Oberbürgermeister geschrieben, auf den wir bis heute noch keine Antwort erhalten haben. Und mit der Interimsoper im Paketpostamt geht es gerade so weiter. Wir sind bestürzt darüber, mit welch einer Naivität hier an diese Sache herangegangen wird. Es wird grünes Licht gegeben für einen Standort, der mit den größten Vorbehalten und Problemen behaftet ist. Erstens, es gibt keine geeignete Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel. Oder glauben Sie, dass die Menschen im Winter von der Haltestelle Mineralbäder den Berg rauf zum Paketpostamt laufen? Eine Shuttlebahn vom Hauptbahnhof zum Paketpostamt wäre nur so lange möglich, bis der neue Bahnhof in Betrieb geht. Danach nicht mehr, weil die Schienen nämlich demontiert werden. Dadurch steigt zwangsweise der Individualverkehr an dieser Stelle jedes Mal, wenn eine Opernaufführung ist. Ist es aber nicht eigentlich Ziel der Stadt, den Individualverkehr, wo es möglich ist, zu reduzieren? Zweitens, wenn die Interimsoper in Betrieb geht, so circa 2023, werden ringsum das Paketpostamt durch die Abbrucharbeiten im Gleisvorfeld und im gesamten Bahnbetriebswerk Baulärm, Staub und Dreck entstehen, die den Opernbetrieb beeinträchtigen. Drittens, es werden die vorliegenden und vom Gemeinderat genehmigten Rahmen- und Flächennutzungspläne vollkommen ignoriert. Auf dem Gelände des Paketpostamtes ist nämlich ein Großteil der Parkerweiterung ausgewiesen, die uns Bürgern immer versprochen wird. Ich bin überrascht, dass hier nicht schon längst protestiert wird, weil das Paketpostamt wegen der Interimsoper stehen bleibt, anstatt es für die versprochene Parkerweiterung abzureißen. Das Paketpostamt steht einer sinnvollen Stadtentwicklung an dieser Stelle ganz klar im Weg. Viertens, und bestimmt nicht der letzte Punkt, es liegen keine genauen Kosten für den Umbau des Paketpostamtes vor. In dem Artikel Jubiläum mit Störfeuer von Barbara Wolny in der Südwestpresse hat Architekt Arno Lederer geschätzte Gesamtkosten von 120 bis 150 Millionen Euro genannt, die ich ebenfalls für plausibel halte. Wow, was für ein Betrag für eine Interimsoper für circa 5 Jahre als Übergangslösung, das sind 30 Millionen Euro pro Jahr. Die Post freut sich, dass sie jetzt für das Grundstück mehr verlangen kann, weil statt Grünfläche eine wertvolle Funktion auf dem Grundstück vorgesehen ist. Und unser Kämmerer, der freut sich natürlich nicht, weil er unter Zwang ein Grundstück kaufen muss. Schade, man hätte es vorher kaufen sollen, das Paketpostamt, als man noch nicht wusste, dass da womöglich eine Interimsoper reinkommen soll. Bei dieser hohen Summe, die man für die Interimsoper dort ausgeben will, wird man sich mit Sicherheit hinterher scheuen, dieses Gebäude überhaupt noch abzureißen, weil man es ja nachnutzen könnte.
Und bei diesem hohen Betrag, der hier investiert werden soll, halten wir es für sträflich, wenn man sich nicht parallel trotzdem weiter um einen alternativen Standort bemüht. Meine Damen und Herren, Sie werden erstaunt sein, wir haben einen Standort gefunden, den wir für wesentlich geeigneter halten. Ein Standort, der mit der neuen komfortablen U12 in nur 3 Minuten vom Hauptbahnhof aus in 2 Minuten zu Fuß von der Haltestelle Milchhof zu erreichen ist. Wir wollen diesen Vorschlag hier heute Abend zur Diskussion stellen. Sie dürfen gespannt sein. So, das war's von meiner Seite. Ich gebe jetzt weiter an Herrn Stuckenbock und wünsche uns allen einen spannenden Abend und viele neue Erkenntnisse. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas ergänzen zu dem, was Herr Hammer gesagt hat, oder besser gesagt etwas anders erzählen, als er es gemacht hat. Dieser neue Städtebauwettbewerb oder die neuen Städtebauwettbewerbe ist das Thema. Und ich kann Ihnen sagen, die hohen Anforderungen, die Herr Hammer gesetzt hat, er sage mir, wie ein Wettbewerb ausgeschrieben werden muss, damit er gut wird. Das kann ich nicht erfüllen. Ja, also so ist es bei mir bei Anmerkungen geblieben. Denn ehrlich gesagt, ob ein Wettbewerb gut ausgeschrieben wird oder war, hängt auch davon ab, kommt ja, das misst man ja daran, was hinten rausgekommen ist. Ja? Und das ist eigentlich das Wesentliche und da spielen ganz viele Faktoren rein. Aber ich habe gedacht, ich möchte Ihnen zuerst einmal einen Herrn vorstellen, der heißt hieß Karl Otto Apel. Der hat gelebt von 1922 bis 2014 und war ein Philosoph. Und er hat den Begriff der Verantwortungsinitiative geprägt, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich dachte, den Begriff möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich selber habe es erlebt, dass man für etwas verantwortlich gemacht wird. Herr Stuckenbock, Sie waren doch für das A1-Gebiet zuständig und was ist da jetzt dabei rausgekommen? Sie sind verantwortlich. Und dann habe ich immer gedacht, es ehrt mich natürlich, ja, man fühlt sich am Bauch gekitzelt, aber es ist nicht wahr. Allenfalls trage ich eine Mitverantwortung. Und das finde ich sehr wichtig. Das hat Karl Otto Apel in seinem Aufsatz First Things First, der Begriff, und dann kommt ein langer philosophischer Titel, dargelegt. Ich habe das jetzt mit meinen Worten, das, was mir wichtig war, einmal so zusammengefasst. Wir teilen Ihnen unsere Erkenntnisse und Besorgnisse mit. Also wir sagen, was wir wissen und wie wir das finden und bitten Sie um Rat, Hilfe und Mitarbeit. Ja? Und um die Übernahme einer Mitverantwortung für die Folgen und Nebenfolgen kollektiven Handelns. Denn um so ein Handeln geht es letztlich bei diesem Projekt Stuttgart 21 insbesondere auch. Ja? Und dann hat er noch etwas gesagt, das hat er von Immanuel Kant übernommen, der sagt nämlich jetzt mit meinen Worten wieder gesprochen, allein das Resonieren der Bürgerinnen und Bürger überdauert. Ja, es gibt keine Institution, die sich für die Entwicklung der Stadt dauerhaft und mit allem Vorwissen zuständig fühlt. Das sind alles nur Lebensabschnittspartnerschaften. Ja, da ist mal einer 30 Jahre im Amt, aber die Stadt geht ja viel weiter als diese Zeit. Und was eigentlich bleibt, sind immer wieder die Bürger, die meckern und sagen, das ist nicht gut und das sollte man bedenken. Und dieses Resonieren, sagt Karl Otto Apel, ist eine notwendige Bedingung dafür, dass da einer immer drauf guckt, nämlich auf den Lebensraum, in dem die Bürger selbst leben. Und da resonieren sie dann noch weiter. Das wollte ich gerne sagen. Das, was wir machen, ist ja sowas wie Resonieren. Ja, wir sagen, es geht so, aber es geht auch anders und wir finden das vielleicht auch besser. Also Gedanken zum Rosenstein-Wettbewerb. Es ist ja diese Gemeinderatsdrucksache 617 in der Neufassung, deutet an,
wie dieses Zukunftsbild des Rosenstein-Quartiers entwickelt werden soll. Das ist ein Auszug aus dem Amtsblatt hier und da ist es auch nochmal zusammengefasst. Und darauf nehme ich indirekt Bezug. Ich gehe das jetzt nicht so, dekliniere das nicht Zeile für Zeile durch. Das habe ich mir für später vorgenommen. Und, aber so die Grundhaltung dieses Wettbewerbs möchte ich doch mal sagen. Es gibt hier so eine Richtlinie für Planungswettbewerbe. Man könnte sagen, macht es einfach so, wie es da drin steht, dann wird es schon recht. Da wird ein Teil recht. Das wird gut, wenn man diese Richtlinie beachtet. Aber das, was vor dieser Richtlinie steht, nämlich die Grundentscheidungen und die Weichenstellungen, für die ist man selber verantwortlich, für die Regie dieses Wettbewerbs praktisch. Ja? Und das hier, was man vorne reinsteckt, kommt hinten raus. Das betrifft jetzt die Programmierung. Sie kennen vielleicht noch diesen Ausdruck, falsch programmiert. Also es war mal ein Buch, das hieß so. Und das ist in der Tat bei einem hochkomplexen Entwicklungsgegenstand, dessen Faktoren man nicht kennt, von vorne bis hinten nicht kennt, in dem Gesamten, ist nicht leicht zu machen. Ja, Sie kennen vielleicht diesen Ausspruch, ja, falsche Politik, ja, wann falsch, zu welchem Zeitpunkt, morgen, übermorgen. So eine Stadt ist ja auch etwas, was sich weiterentwickelt und wer weiß schon, was sich daraus entwickelt. Die Aufgabenstellung jedoch sollte, jetzt was ist Wichtige, die Planung prägenden. Was sind das? Themen ansprechen mit dem Ziel, erwünschte und realisierbare Alternativen zu erhalten. Es gibt Wettbewerbe, die schweben auf Cloud 7, würde ich mal sagen. Ja? So nach dem Motto, x ist gleich x plus 1. Ja? Also es soll noch besser werden, als es die ganze europäische Stadtentwicklung schon bisher gezeigt hat. Da können Sie so Passagen finden. Es soll noch schöner werden und noch besser. Ja? Und da eine realistische und zugleich an einer konkreten Utopie orientierte Aussagen zu machen, die die Architekten anspornen, etwas zu machen, das ist gar nicht so leicht. Ja? Zu diesen Aussagen, zu der Programmierung, was wollen wir, also wer wir ist, sei nochmal dahingestellt, aber was wollen wir, beinhaltet zugleich auch, was wollen wir nicht. Ja? Und ich möchte jetzt praktisch diese beiden Fragen immer unter diesen beiden Fragestellungen, des Positiven, was wollen wir, und das, was Spencer Brown, das Gegenstück, was noch unausgesprochen ist, aber Hegel nennt es manchmal das bestimmte Unbestimmte, ja, also so nach dem Motto, wenn ich gut sage, weiß ich auch, was vielleicht das Schlechte sein könnte. Ja? Also die Anarchie und die, also das ist ein wichtiger Zusammenhang und das möchte ich mal versuchen und möchte dabei einfach mich auf neue Themen beschränken, die ansprechen und dann einige Anmerkungen dazu machen. Topographie, das Verhältnis der Bauflächen zu den Freiflächen, Stadtgrundriss, Landschaftsblicke, Grün, Straßen und Schienen, Quartiere verbinden, Infrastruktur, Kulturdenkmale und Sonderthemen. Sonderthemen könnte man auch sagen, das sind Detailthemen. Und zwar nach dem Motto, der Teufel steckt im Detail. Ja? Man kann das alles so im Allgemeinen oft sehr gut programmieren, aber dann merkt man, Mensch, warum funktioniert das nicht? Ja, oft ist auf eine vertiefte Kenntnis erforderlich, die man haben muss. Also zunächst zur Topographie. Es ist das Paradigma, was wir erlebt haben und mit dem wir groß geworden sind, das der Eisenbahntopographie, würde ich es nennen. Da ist ein Zweck drin, die Fläche muss eben sein, die Züge fahren rein, fahren wieder raus, wie auch immer. Hier fahren sie raus oder so rum und so. Auf jeden Fall ist das ein Zweck, nämlich dieser Eisenbahnzweck, dem diese Topographie hier genügt. Und jetzt müsste der Erweis erbracht werden, dass man auf dieser Eisenbahntopographie etwas bauen kann, was man Stadtteil nennt. Was einem aber auffällt, ist, dass es hier Barrieren gibt, hier bis zu 17 Meter hoch, 10 Meter hoch, dann hier die Gäubahn, wie sie jetzt hier reinfährt. Und in der Regel baut man eine Stadt so, dass sie möglichst wenig Barrieren hat. Ja?
Also dass man wenig mit Rolltreppen und Aufzügen fahren muss in der normalen Stadt, meine ich jetzt. Ne? Und deshalb der Vorschlag, lasst uns das mal denken, hier 1 Million Kubikmeter abzutragen. Das sind etwa 30 Millionen Euro, wenn man es so ganz grob überschlägt, ohne Mehrwertsteuer. Und dann bedeutet das, dass hier die Originaltopografie von 1850 wieder rauskommt. Ja? Das hat hier mit diesen sogenannten roten Linien und grünen Linien zu tun, die Herr Hammer kurz angedeutet hatte, diese rote Linie. Ich war selbst bei den Verhandlungen dabei und weiß, dass diese rote Linie, das ist ein Kompromiss. Man musste irgendwas sagen, man konnte aber nicht das sagen, was man noch nicht weiß. Und da hat man gesagt, pass auf, ihr müsst ein bisschen was machen, hier oben die Gleise weg und dann hier so unter 45 Grad ein bisschen abgestuft, eine rote Linie. Und das zahlt ihr und den Rest zahlen wir. Ja? Das heißt, das ist eine kaufmännische Linie, wenn man so will, aber keine städtebauliche Linie, die man zur Neugestaltung dieser Topografie zugrunde legte. Ich habe hier mal aus dem Gutachterverfahren, das war dieses sogenannte kooperative Gutachterverfahren, mal alle Schnitte an einer Stelle zusammengetragen hier, was da so gedacht wurde. Und Sie sehen hier dieses Berliner Büro, das hat solche Barrieren hier in Kauf genommen. Oder auch das Pariser Büro, François Jaudry, hier auch. Ja? Aber dann kommt schon die Stuttgarter Gruppe und die hat hier eine Barriere und hier geht es schon ein bisschen sanfter. Der Kopenhagener Architekt hat hier so eine Ebene gemacht und geht dann sanft runter. Echerath aus Rotterdam hat hier schon so eine der natürlichen Topografie nachgefundene Topografie geformt. Renzo Piano baut hier noch eine Barriere ein. Der hatte dann so übrigens solche Fahrstühle, hatte der Horizontalfahrstühle. Trojan hat hier noch eine kräftige Barriere drin, aber Gerkan auch an der Stelle. Aber dann Klein und Bräucher, ein sanftes, abgleitendes Gelände. Und wenn man sich diese verschiedenen Modelle von Topografien anschaut, und dann das an dem Maßstab der Alltagstauglichkeit einer Stadt misst, also wie komme ich im Alltag von A nach B und zwar nicht nur von Nord nach Süd, sondern noch von Ost nach West und umgekehrt in alle Richtungen eigentlich, dann merkt man, dass an die Topografie nicht verhandelbare Anforderungen zu stellen sind. Wissen Sie, wenn man da irgendwo die Alpen im Hintergrund hat und dann sagt, die kriegen man nicht mehr runter, ja, dies mit den Alpen, das funktioniert nicht, freie Sicht auf Feuerbach und so, ne? Das geht nicht, sondern wir müssen hier, haben eine Gestaltungsaufgabe und diese Gestaltungsaufgabe, dieser müssen wir uns bewusst werden, dass das eine Gestaltungsaufgabe ist, die eine Nachhaltigkeit aufweist oder aufweisen muss. Die darf keinen Fehler enthalten und deshalb muss sie frei nach amerikanischem Denken so einfach wie möglich sein und so dauerhaft wie möglich, wie es nur eben geht. Ja? Und das ist nach unserer Meinung die Rekonstruktion des natürlichen Geländes. Wir können auch gerne hinzusetzen, die kritische Rekonstruktion des natürlichen Geländes nach heutigen Gesichtspunkten. Vielleicht gibt es noch andere Gesichtspunkte. Aber das ist die Topografie, die nach allen Richtungen und auf Dauer ohne Reue anschlussfähig ist an die Stadt. Sie erzeugt keine Insel, sie erzeugt keine Sondersituationen, sie erzeugt auch hier noch sehr schöne, hohe Aussichtssituationen. Aber wir plädieren dafür, dass es ein politisches Credo sein sollte oder eine politische Vorgabe sein sollte. Die sollte man nicht den Architekten überlassen, sondern, und das ist das Modell, was Herr Hammer schon andeutete, wir sagen, geht von der natürlichen Topografie aus. Wir sind bereit, diese 30 Millionen Umgestaltungskosten, und es wird auch mehr werden, da bin ich sicher, wir sind bereit, die zu zahlen. Und wenn ihr es aber anders haben wollt, sagt es uns, rechtfertigt das. Ja? Das heißt, nicht, wenn ihr die rote Linie einhaltet, braucht ihr euch nicht zu rechtfertigen. Ja? Sondern ihr müsst euch rechtfertigen, wenn ihr von diesem Modell, was wir für gut finden, abweichen wollt. Es ist ja nicht gesagt, dass man nicht da noch Tausende von anderen Lösungen machen kann. Aber glauben Sie mir, wir werden nachmessen und sagen, ist das kinderwagengerecht oder nicht? Ja? Fährt man da den Abhang runter,
Und wenn einem der Kinderwagen ausrutscht, dann landet er am Neckar irgendwo. Nein, es muss eine Lösung sein, die wirklich brauchbar ist und über Jahrhunderte hinweg, wo man eigentlich nur diesen Menschen mit den zwei Beinen und zwei Augen und Ohren, Nase voraussetzt und dass der sich da zurechtfindet, dass er mit dem Fahrrad von mir aus fahren kann, aber dass er nicht dauerhaft auf Hilfsmittel angewiesen ist, um diese Höhenunterschiede zu überwinden. Also das ist das Credo. Dann das Zweite, das Thema Bauflächen und Freiflächen. Sehen Sie, das ist heute das Nordbahnhofviertel. Und dann sieht man, hier sind Gleisflächen und hier ist der Friedhof und so weiter. Aber irgendwo, so kompliziert das auch im Einzelnen aussieht, da könnten wir hier ganz grob so eine Linie rummachen und sagen, das ist hier das Bauland, das ist die Baufläche. Und dann fängt das, was nicht Baufläche an, in dem Fall hier Gleisfläche oder Grünfläche. Ja? Und ich habe mir jetzt mal die Stuttgarter Stadt angeschaut, das ist so ein Stück Cannstatt, dann sehen Sie hier angedeutet den Neckar, dann sehen Sie hier, Sie kennen diese Figur vielleicht so etwas, das ist Stuttgart 21, diese Gleisflächen, und dann sieht man hier den Kesselrand so ein Stückchen weit und dann unten die Talsohle des Talkessels. Und man könnte jetzt sagen, das sind hier lauter Lücken, ja, da kann man was machen. Am Killesberg hat man schon ein bisschen was gemacht hier. Das hier, das hat man neu gestaltet. Aber manche Lücke wollen wir erhalten. Das sind Freiflächen, Grünflächen. Und was wir hier als Bestand in diesem engeren Fokus, den wir haben, sehen, das ist hier das Nordbahnhofviertel. Wie so eine Halbinsel geht das da rein. Das ist hier durch eine Straße noch verbunden. Saarwey-Störzbach-Straße und Löwentor-Zentrum. Ja. Und dann kann man sagen, ja, dieser Bestand außenrum, das ist eigentlich ein großes Kapital, was wir haben. Eine Grünfläche, eine Parklandschaft, die wollen wir als Bestand anerkennen. Ja? Und dann können wir sagen, ja, wie machen wir das jetzt? Manche sagen, wir füllen einfach das auf, was wir zur Verfügung haben. Das ist mehr so ein ökonomischer Gedanke. Wir haben Wohnungsnot. Und da müssen so viele Wohnungen draufgepackt werden, wie es nur eben geht. Das erinnert mich an die Debatte um 1900 der Stuttgarter Stadterweiterung. Wir haben Flächen und die müssen wir vollknallen bis zum Letzten. Ja, es spricht einiges dagegen, das wissen wir. Ja? Dann gibt es das andere Extrem, dass man sagt, ha, wir wollen nur Grün haben. Also wir haben hier die einmalige Chance, das wieder grün zu machen. Und hier so eine grüne Lunge oder so ein grünes Herz im Inneren zu haben, ja, das könnte so aussehen, wie Herr Professor Ostertag das mal gestaltet hat. Hier das Schloss Rosenstein und ein wunderbarer Park. Und dann, wir würden sogar diese Gleise dann gar nicht mehr haben. Ja, die wären dann weg. Also das wäre das Gegenmodell. Ja? Es wäre natürlich auch so eine urbane, durchgrünte Bebauung am Park denkbar in diesem Bereich. In dem Fall ist es der Pesch-Entwurf. Und dann hier so eine Arrondierung des Nordbahnhofviertels wäre auch eine Lösung. Ja? Wenn wir uns diesen Entwurf, ja, der letztlich, den könnte man Masterplan von Trojan, Pesch und Ingenhofen nennen, wenn wir den jetzt mal anschauen wollen in einer Planungssprache, dann sehen wir, das ist der beschlossene Flächennutzungsplan. Der Gemeinderat hat diesen Flächennutzungsplan beschlossen. Und ein Flächennutzungsplan gilt so lange, bis ein anderer beschlossen wird. Ja? Das heißt, wenn man sich mit der städtebaulichen Planung dieses Viertels, dieses Gebietes auseinandersetzen möchte, kommt es zum Schwur irgendwann, wo ist die Grenze zwischen diesen Parkflächen, wie auch immer sie aussehen mag, und wo ist eine Baulandfläche, ja, eine Bebauungsfläche. Und man könnte jetzt sagen, in dem Wettbewerb, bitte nehmt den Flächennutzungsplan in seinen Baulandflächen und wenn ihr davon abweichen wollt, sowohl kleiner werden wollt als auch größer werden wollt, müsst ihr es rechtfertigen. Ja? Ich fände es nicht verkehrt, aber ich würde dafür plädieren, weil das hier eine Mischung aus den Anforderungen der Stadt, aus den Anforderungen des Ortes ist.
Es sind nicht alle neuesten Erkenntnisse der Klimatologie vielleicht ausreichend berücksichtigt hier. Es ist nur angedeutet, schematisch. Aber ein wichtiger Punkt hier, eine klimarelevante Fläche, das war sie wenigstens vor 20 Jahren noch, an diesem Teil, wo das Paketpostamt ist, dürfte sich auch nicht so grundsätzlich geändert haben, ist hier geschützt, 20 Hektar Parkerweiterung und so weiter. Also das sieht jetzt im gesamten Kontext des Flächennutzungsplanes so aus. Ja, man sieht, dass hier ein geschlossener Zusammenhang ist des Nordbahnhofviertels, was arrondiert wird. Dann hier an dieser Stelle zeigt er noch eine Lösung, wo hier die Gäubahn irgendwie da durchfährt, aber da wird dann wahrscheinlich keine Bebauung sein, ich komme noch drauf. Dann hier an dieser Stelle die S-Bahn, die bleibt so, wie sie ist, also wir haben sie leider nicht unterirdisch bekommen. Das heißt, hier wird eine gewisse Abtrennung sein und es wird hier ein gewisser Sonderquartier entstehen können. Die Stadt hat diese Flächen erworben, nicht das Paketpostamt, das halte ich für wichtig, ja. Und es sieht im Augenblick so aus, als würde der Wettbewerb über die von der Stadt erworbenen Flächen gehen. Ja? Dazu möchte ich jetzt noch mal etwas sagen. In der Vorlage, im Antrag, den die Verwaltung gestellt hat, heißt es, die Verwaltung wird beauftragt, den internationalen städtebaulichen Ideenwettbewerb für den Rosenstein, und dann wird das, was Rosenstein bezeichnen soll, mit Flächen A2, A3, B, C1 und C2 bezeichnet. Ja? Und das kann man natürlich so als Kurzformel mal gelten lassen, aber man kann es nicht als programmatische Aussage stehen lassen, denn das könnte echt missverstanden werden. Ja? Dieses Paketpostamt ist natürlich ein Teil davon, aber ich zeige Ihnen jetzt mal einen Entwurf, wo ein Verfasser das so gedeutet hat. Ja? Das war nämlich der Bistrup, hieß der. Ja? Der hat gesagt, hier, das sind meine Flächen und dann mache ich hier so ein Thema drumherum und das ist mein Entwurf. Also das würde dem Geist dieses ersten Satzes in der Vorlage entsprechen. Macht bitte, das ist der Rosenstein hier, das ist Rosenstein, etwas, was man nachher noch als Rosenstein identifizieren kann. Ja? Sie sehen sofort den Unterschied, wenn Sie den Trojan sehen. Der Trojan hat das wesentlich stärker integriert, hat es gegliedert, hat einen ganz anderen Ansatz gewählt. Der hat sozusagen das, was zur Verfügung steht, hat er neu zugeordnet. Und ich neige dieser Idee zu, dass man funktionale Einheiten bilden soll, ja? Dass man diese Erweiterungen, die man durch die Gleise hat, als Ergänzungen vorhandener Gebiete sehen soll. Hier, das ist bis hierhin gebaut schon, kann man fast sagen, das fehlt noch. Und dann wird das eine Arrondierung sein, eine Ergänzung. Hier ist eine Arrondierung, hier wird die Gäubahn herfahren. Dieses kann so nicht mehr funktionieren. Also deshalb plädiere ich dazu, dass man jetzt an dem Bild dieses Masterplans, das ist der Erkenntnisstand, den man heute hat über die Bebauung, dass man da jetzt sagt, lasst uns doch diese beiden Gebiete so denken. Hier wird es einen Teil des City-Rings geben, die Wolframstraße. Dann gibt es ein mehr der City, der Innenstadt zugeordnetes Quartier. Und dann gibt es den Rosenstein. Das wird ein innerstädtisches Wohn- und Arbeitsquartier sein. Ja? Aber es sind zwei ganz unterschiedliche Gebiete mit ganz unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Ich hätte im Prinzip kein Problem damit, zwei große Wettbewerbe zu machen. Es setzt allerdings voraus, und das hatte Herr Kunert einmal deutlich gemacht, man muss vorher die wichtigen Standorte, müsste bei diesem Modell vorher die wichtigen Standortentscheidungen treffen. Sonst würde man es in einem großen Wettbewerb, der ja auch auf diese Quartierbildungen und so abheben könnte, man müsste es allerdings reinschreiben, finde ich, da könnte man das den Wettbewerbsteilnehmern überlassen, wo würdet ihr denn das Lindenmuseum hinsetzen? Aber dabei würde ich befürchten, dass die Kriterien, die für so eine bestimmte Einrichtung notwendig sind, das sind, wenn wir das Lindenmuseum oder Völkerkundemuseum nehmen oder eine Konzerthalle oder ein Kongresszentrum, die ticken anders, die ticken nicht lokal, ja?
Und Wettbewerbsteilnehmer, die gucken immer auf das, was hier, was ist das Wettbewerbsgebiet, und sie können sich nicht mit der ganzen Region auseinandersetzen, was ist für die Region wichtig, wo kommen die Leute überall her und so weiter. Ich glaube, da müssen bestimmte Vorgaben gemacht werden, zumindest Kriterien gesetzt werden, aber besser noch wäre es, wir haben vor, hier das zu machen, hier das und so weiter. Ja? Ich finde es einfach fahrlässig, wenn man sich nicht politisch einigen kann, dann zu sagen, jetzt lassen wir doch mal die klugen Köpfe der Welt daran. Ja? Die klugen Köpfe der Welt sind vielleicht nicht die klugen Köpfe dieses Ortes. Ja? Ich habe es oft genug erzählt, wenn man so kluge Gutachter hat, die sagten, ja, wir haben das in Frankfurt so gemacht, und dann fangen sie an, über Frankfurt zu erzählen. Aber Frankfurt ist was anderes als Stuttgart oder New York oder so. Ja? Es kommt hier wirklich auf die bestimmte Lösung an und die nicht im Allgemeinen gute Lösung. Und deshalb neige ich dazu, das von vornherein zu konkretisieren, zu sagen, das sind hier bestimmte Aufgaben, die sind viel komplexer in diesem Bereich im Zusammenhang mit dem Bahnhof und dem Bahnhofsumfeld. Es steht ja noch ein Verfahren aus, das muss man streng genommen mitdenken. Gucken Sie, wir haben ja hier immer noch schon drauf gebaut. Aber je nachdem, wie das Bundesverwaltungsgericht am 28.06. entscheiden wird, werden wir wissen, ob da einige Flächen für Gleise noch zur Verfügung stehen müssen oder nicht. Ich selber habe die Verwaltungsgerichtsverhandlungen miterlebt. Mich haben die Argumente überzeugt, aber Sie wissen selbst, also ich glaube, die Stuttgarter Netz AG hat keine Chance, da jetzt etwas anderes zu bekommen. Aber ich weiß, dass man sich mächtig irren kann bei gerichtlichen Entscheidungen, weil man doch nicht alles genau übersieht. Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit meinem Urteil. Ja, dass sowas entsteht, das fände ich, wäre unter eisenbahnpolitischen Gesichtspunkten vielleicht eine gute Idee, aber unter raumordnerischen Gesichtspunkten, also wo eine Abwägung zwischen der Entwicklung der Stadt und der Entwicklung eines Infrastruktursystems erfolgen muss, würde ich es nicht für eine gute Lösung halten. Sie erinnert viel zu stark an eine Fehlentscheidung, die um 1500 getroffen wurde, als der damalige Fürst das Gutachten von Leibniz nicht zur Kenntnis nahm. Und deshalb wäre das ein großer Fehler, meine ich. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, ist mehr eine. Dann meine ich, dass man auch in dieser besonderen Lage, dem Stadtgrundriss, nicht nur lokal denken darf, sondern man sollte auch mal den Blick in die Ferne schweifen lassen. Ja, denn das ist ein Kapital, ein Standortkapital, dass man hier bestimmte Punkte sieht. Das sind wirklich erhabene Blicke, wenn man die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Wenn Sie in Cloud 7 sind, da sehen Sie das auch alles. Aber wer kommt denn schon da rein? Gell? Es sind öffentliche Blicke. Und so einen öffentlichen Blick können Sie sehen hier in der Londoner Straße. Ja, also da beim Milaneo, da gucken Sie plötzlich und sehen die Grabkapelle, wenn Sie gut sehen können, und wenn Sie nicht so gut sehen können, sehen Sie den Gaskessel. Aber Sie sehen auch viele andere landschaftliche Elemente da. Ja, das sind wichtige Dinge, und ich meine, man muss die einfordern. Denn wenn Sie einen Wettbewerbsteilnehmer haben, der sieht nur diesen Kreis und dann richtet er Ihnen das aus nach den gegenüberliegenden Straßen, nach dem Motto, vielleicht geht da ein direkter Weg durch. Das darf nicht das einzelne Kriterium sein. Diese Blicke sind ungeheuer wichtig. Ich will Ihnen das auch mal zeigen. Hier zum Beispiel dieses Schloss hier. Wenn man das sehen will, dann muss man schauen, dass das sichtbar wird. Und das ist jetzt eine Chance. Ich möchte nicht sagen, dass man zwingend jedes Schloss sehen muss, aber man muss es sich in diesem Fall konkret überlegen und dann bewusst entscheiden, ob man es will oder nicht, ob man es sehen will oder nicht. Ja? Sehen Sie, diese Punkte hier, das sind landschaftliche Bezugspunkte, das ist etwas Tolles. Sie sehen dann hier diese Wolkenbilder, die wechseln Jahr für Jahr. Ja, Sie werden hier den Klimawandel studieren können. Das ist so ein, deshalb muss man das allein schon offen halten. Ja? Kappelberg.
Und sehen Sie mal, ich habe hier jetzt einzelne Strukturen von früheren Entwürfen mal berücksichtigt. Da ist an der Mitternachtstraße so ein Fernblick und hier in der Londoner Straße. Das hatten wir auch vorgegeben damals. Ja, aber Sie sehen, manche haben das überhaupt nicht beachtet. Die haben einfach ihre Stadt hier so entwickelt. Ja. Oder hier, das war der von Gerkan, nicht? Der hat einfach nach anderen Gesichtspunkten das entwickelt, seine Achse. Das war ja hier so eine große Achse mit People Mover. Ja. Da war hier mal der Schlossgarten, der Rosensteinbahnhof fertig, vorgesehen und so weiter. Ja, oder dann auch Wendgurk und Partner, die haben das auch nicht genügend berücksichtigt. Also das, ich meine, man sollte das berücksichtigen. Und dann ist mir etwas aufgefallen, als ich mit der U12 gefahren bin. Genauer gesagt, ich bin zu Fuß gelaufen, diese Trasse, und plötzlich sehe ich einen wunderbaren Blick. Stellen Sie sich mal vor, dieses Ganze, die Drähte und da, die sind verschwunden. Ja? Und dann, die Gleise sind auch weg. Und dann gucken Sie da unten an die Platanenallee und haben auf einmal so einen Fernblick auf die Stadt. Man muss das bewusst überlegen, ob man das zubauen will oder nicht. An dieser Stelle hätte man die Möglichkeit. Dann das Grün. Das Grün ist selber eine Figur hier, die wir hier haben. Sie sehen, dass zum Beispiel der Klaus Trojan hier eine Skizze gemacht hat, die praktisch von dem Grün aus die Stadt denkt. Ja? Wir haben hier die Stadt, aber man muss sie auch von ihrem Gegenteil, von dem, was grün ist, in diesem Falle denken, weil das Grün eine eigene Qualität ist. Und die darf beim Denken diese Stadt hier beeinflussen. Ja, das Wechselspiel würde ich unbedingt hier reinbauen in den Wettbewerb, dass man das von beiden Seiten aus sieht. Hier sehen Sie dann nochmal einen entsprechenden Plan von Pesch, ja, der versucht hat, diese Sichtweise, auch diese Block-Innenbereiche, ja, wir hatten neulich eindrucksvoll in einem Referat von Herrn Professor Baumüller gehört, dass gerade diese begrünten Innenbereiche für die zukünftigen klimatischen Entwicklungen von großer Bedeutung sind. Ja, so können nämlich begrünte Innenhöfe aussehen. Zum Teil, das sind jetzt andere Beispiele aus Berlin. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber manche Höfe hier sind bereits so angelegt, dass sie solche Qualitäten haben. Und dann gibt es noch ein interessantes Thema, was man für meine Begriffe zwingend vorher, vor einem Wettbewerb klären muss. Wenn Sie sich bitte einfach mal diese beiden Ringe anschauen, das ist hier der Bereich Meersegerstraße und das ist der Bereich, hier ist die Mitternachtstraße, der Haltestelle, S-Bahn-Haltestelle Mitternachtstraße. Wir werden da noch genauer drauf eingehen, aber ich will es wenigstens mal in diesem Zusammenhang andeuten. Hier sehen Sie noch die Auffassung von vor etwa 10 Jahren. Die Gäubern verschwindet hier unter der Erde, wir können hier Stadt entwickeln. Ja? Das ist nicht mehr so. Man muss davon ausgehen, dass diese Gäubern hier oberirdisch verlaufen wird. Das ist eine komplett andere Randbedingung, die man hier hat. Und diese wird die Architektur bestimmen. Und alle Faktoren, die die Architektur und den Städtebau bestimmen, muss man vorgeben, wenn man der Auffassung ist, man kann sie nicht ändern und man will sie nicht ändern. Und man kann nicht wollen, dass man sie ändert. Ja? Das hier, das ist eine Sache, die steht im Regionalplan schon drin und ist jetzt bei den neuen Verkehrsuntersuchungen auch wieder Gegenstand. Und wenn man dann zwei Sachen zusammenschaut, nämlich die innere Erschließung dieses Gebietes und das, was hier vorgesehen ist, dann sehen Sie das hier. Wir sind jetzt, haben das etwas vergrößert, das ist die Meersegerstraße und der Verband Region Stuttgart hat jetzt überlegt und sagt, wir machen hier einen Haltepunkt hin, einen Haltepunkt der Panoramabahn, wir sagen öfter auch Gäubahn, ja. Wenn Sie hier einen Haltepunkt hinmachen, ja, als Endhaltepunkt, Herr Hemeling, ne, also vielen Dank, das ist die Skizze. Ich habe es auch hier richtig schön sauber geschrieben von Herrn Hemeling. Ja. Der ist nämlich extra noch mal rausgegangen. Und wenn Sie das jetzt mal im Kontext sehen, der möglichen Erschließungen, die sich da, die da an die Meersegerstraße vorgesehen sind, denn man muss ja da ein Wohngebiet erschließen oder ein Baugebiet, dann merkt man, oh, hier muss man sich überlegen, könnte das zusammengehen oder kann das nicht zusammengehen? Ja?
Es sind ja bestimmte Höhen, wenn man eine Brücke baut, muss die eine bestimmte Höhe haben, wo landet man dann? Und ich plädiere sehr stark dafür, dass man das vorher überlegt, denn der Auftrag des Verbandes Region Stuttgart an den Gutachter war nur, wo kann ich einen Haltepunkt hinlegen? Das war nicht die Aufgabe, die er hatte. Womit kollidiert das möglicherweise? Wo stoßen sich die Interessen hier im Raum? Ich wollte das nur mal hier verdeutlichen, dass das C2-Gebiet hier jeweils, ne? Das C2-Gebiet und dann geht es hier so runter zur Nordbahnhofstraße. Dann, darauf werden wir ja auch noch zu sprechen kommen, nämlich diese Optionen, was machen wir hier an der Mitternachtstraße zur Optimierung der verkehrlichen Funktionen. Ja? Der Gutachter sagt hier an der einen Seite, das können Sie jetzt nicht lesen, aber ich sage es jetzt einfach mal mit so einer Geste, wir machen einfach da noch einen Bahnsteig hin und dann können die Leute schneller umsteigen, wenn sie von Feuerbach kommen, wollen woanders hin. Ja? Oder dann eine weitere Perspektive, die etwas weiter reicht und mehr Geld kostet, dass wir hier noch ein drittes Gleis hinmachen. Das wiederum würde aber bedeuten, da soll ja heute die Bebauung schon anfangen. Das würde bedeuten, man müsste diese Option baulich berücksichtigen. Und für meine Begriffe muss man das vorher sagen. Wenn man unsicher ist, muss man sagen, die Bebauung muss so sein, dass sie weit genug weg ist. Und wenn es nicht kommt nach 50 Jahren, dass man da vielleicht noch eine Häuserzeile hinbekommt. Ja? Ich führe das jetzt nicht im Einzelnen aus, weil wir das nachher noch besprechen. Dann gibt es auch noch einen heiklen Punkt, das ist auch so ein kleiner Detailpunkt. Wenn man diese Gebiete hier, das hier ist ja kein Eisenbahngebiet mehr, sondern ist ein Stück Stadt. Wenn man von da Steinbeißstraße zum Beispiel dahin kommen möchte, dann stößt man hier auf ein Gebäude. Das ist eine, die Modellbauwerkstatt Schirm. Da kann man sich hier so ein bisschen an die Seite, an der Seite vorbeidrücken. Dann Farnbühlerstraße, das ist ein Haus drunter. Die Mitternachtstraße, da steht ein Gebäude. Und wenn man eine räumliche Verbindung, die man auch als Radfahrer oder als Gehweg haben möchte, dann wird man sehen, man muss sich mit diesen Grundstücken auseinandersetzen. Ich habe jetzt, ja, und den Höhenunterschied genauso. Da ist nämlich ein Höhensprung von hier nach hier, der auch bahnbedingt ist. Ich nehme an, das ist aufgeschüttet worden, ne? Das muss man vorher bedenken. Und ich glaube, wahrscheinlich muss man so radikal an die Sache herangehen, dass man diese ganze Bebauung hier am Rande neu denken muss. Wenn man es nicht macht, macht es selber. Ja? Denn das wird ein ganz anderer Standort hier werden. Das ist nicht mehr die Bebauung, die hinten an der Rückseite irgendeine Schredderfirma hat oder früher noch Eisenbahnrangierbetrieb hatte. Das, ich glaube, man muss diese Zeile ganz neu denken. Und es wäre zum Beispiel gut, wenn man dafür Ideen entwickeln würde, die sowohl diese Verbindungen als auch die neue Architektur hier darstellen würde. Es gibt auch zum Verbinden, zum Thema Verbinden, muss man vorsorgen, dass man zum Beispiel so eine Fußgängerverbindung über die Steinbeißstraße hinkriegt. Denn unten drunter durchzugehen, dürfte schwierig sein. Also man braucht dann Flächen und wenn man die zubaut, hat man diese Chance vertan, einer solchen Verbindung. Oder auch hier, diese Verbindungen, Fußgängerbrücken, das ist mehr ein Detailthema, aber das darf man auch nicht außer Acht lassen. Hier in einem Wettbewerb, im dritten Preis von ARP, ist diese Verbindung hier als Brückenverbindung zwischen den Quartieren vorgesehen. Und dann kommt dieses große Thema der Infrastruktur. Also wenn man hier ein Wohngebiet oder ein normales Stück Stadt mit allen vielfältigen Funktionen haben möchte, dann muss man sich überlegen, wo sind die Kindertagesstätten, wo sind hier Schulen, welche Schulen sind da. Und wenn man es nicht weiß, muss man Standorte vorhalten. Und man darf diese Standorte nicht irgendwo hindrücken, ja, wo sie dann übrig bleiben, sondern es bestimmte Kindertagesstätten, die kann man nicht irgendwo hinschieben. Doch, man kann es, leider. Das hat die Stadt schon oft gemacht, dass sie das nicht optimiert hat. Aber ich neige dazu, dass man sagt, guck mal, so ein ganz grobes Konzept sagt, hier muss eine Kindertagesstätte sein und hier auch noch eine und da kann das sein. Ich finde, so ein grobes Infrastrukturgerüst muss man standortmäßig vorprägen, damit man sagen kann, aha, das ganze Spiel geht auf. Nicht nachher wird dann hin und her geschoben und dann gemacht. Und dann kommen natürlich diese Sachen hier,
die überregional bedeutsamen Standorte. Da ist einmal die Frage, wo sind die denn überhaupt? Was haben die hier überhaupt zu suchen? Gehören die hierhin aus dem gesamtstädtischen und aus dem gesamtregionalen Kontext? Ja? Und wenn, dann wo? Also, dass sie hier nicht auf den Friedhof gehören oder hier irgendwohin, das glaube ich an der Heilbronner Straße, das wird schwierig sein, weil man an die Grundstücke nur schwer rankommt. Also es bleibt praktisch hier das städtische Terrain und da kann man sich ausdenken, wenn man jetzt irgendein schönes Lindenmuseum hat, das muss gut erreichbar sein auf der einen Seite und es muss vielleicht auch einen Parkbezug haben und dann kommt man hier auf so 8 Standorte, die überhaupt prinzipiell in Betracht kommen. Aber ich finde, man kann es unter den Funktionsbedingungen dieser verschiedenen Einrichtungen, kann man schon relativ gut sagen, wo es sein sollte oder vor allen Dingen, wo es nicht sein sollte. Ja? Bloß ich war jetzt ein bisschen irritiert, dass das als Lösung sehr, sehr gut sein soll. Kulturdenkmale. Wir haben hier in der Vorlage sehr gut aufgelistet alle Kulturdenkmale. Allerdings die Bewertung dieser Kulturdenkmale ist sehr pauschal vorgenommen worden, dass man im Prinzip nur gesagt hat, ja, sie sind so, dass es noch Kulturdenkmale sind. Ja, also sie sind nicht so runtergekommen, dass es keine mehr sind. Aber wie man so etwas macht oder wie man damit umgeht, es steht ja immer die Frage Abriss, Teilabriss oder Erhalt, was erhalten wir und was wird funktionieren. Wir werden uns bei der nächsten Veranstaltung damit intensiv auseinandersetzen und zwar am Beispiel des nördlichen Überwerfungsbauwerks und des südlichen. Wir haben da von Gutachtern interessante Entwürfe zu erwarten und ich hoffe, dass die dann auch alle so vortragen und so vortragen dürfen von ihren Auftraggebern her, dass sie uns damit zeigen können, was möglich ist. Also da können wir gespannt drauf sein. Eines möchte ich noch mal Ihnen zeigen, das ist ja auf 600 Meter Länge das sogenannte Überwerfungsbauwerk, das ist ein Mehrfachbrückenbauwerk, könnte man auch sagen. Und Roland Ostertag wieder hat hier einen Versuch gemacht, zu veranschaulichen, wie das da drin stehen könnte. Ja? Begrünt und irgendwie archaisch fast, ja, das müsste man dann noch ein bisschen verifizieren, ob das wirklich stimmt, ob das so wäre, aber dass man es einfach wegputzt, wie es jetzt in den vertraglichen Bestimmungen vereinbart wurde, ja, wenn niemand etwas sagt, werden die abgerissen. Punkt, weg sind sie, ja. Das sind Unikate, die es auf der ganzen Welt in dieser Form nicht ein zweites Mal gibt. Ja. Christoph Weigel hat diese Animation gemacht, ja, die ist ziemlich genau und so könnte man sich das als Skulptur vorstellen. Wir werden aber beim nächsten Mal sehen, welche Nutzungsmöglichkeiten es auch gäbe, denn man kann Kulturdenkmale auch neu interpretieren und nutzen. Und nun zu den kleinen Teufel im Detail. Gucken Sie mal hier, an dieser Stelle hier, kommt aus dem Projekt Stuttgart 21 eine etwa 5 Hektar große Fläche, die mit Schotter aufgefüllt werden soll, als landschaftspflegerische Maßnahme. Natürlich nicht ganz mit Schotter, da kommt auch ein bisschen Grün hin. Ja? Aber man muss sich doch sehr genau überlegen, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit oder ist das wirklich so toll, an so einem klassischen innerstädtischen Parksystem da jetzt so eine Ausgleichsmaßnahme zu platzieren. Ich möchte nicht sagen, dass die überflüssig ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn die ein bisschen weiter hier liegen würde oder so, da wird sie gut integrierbar sein. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass man sowas am Killesberg machen muss. Ja? Da gibt es sicher auch noch andere Möglichkeiten. Und dann hier diese Baufelder, das wird ein Spezialthema gleich noch sein. Die sind planfestgestellt, und zwar in den Untergeschossen und im ersten Geschoss, im Erdgeschoss. Ja, da ist das sogenannte nördliche Bahnhofsgebäude und die Tiefgarage sind planfestgestellt, weil sie dem Bahnhof dienen und seiner Zugänglichkeit und seiner Nutzbarkeit. Und da brennt jetzt wirklich die Zeit. Der Bahnhof, der wird hier gebaut. Ja, und die schaffen jetzt Voraussetzungen dafür, die mir dann hier vielleicht entgegenstehen oder die Sache verteuern.
Also hier gibt es meines Erachtens ein Kooperationsgebot, und zwar nicht aus Liebe, sondern aus Vernunft oder, wenn man so will, um des Segens willen, ja, dass es vernünftig wird, dass es gut wird. Ja. Herr Kuhn, also das ist nicht meine Formulierung, Herr Oberbürgermeister Kuhn, denkt an drei Projekte an dieser Stelle und wir werden da sehr gespannt sein, was das so im Einzelnen bedeutet. Aber jetzt noch ein anderes Detail. Die Athenerstraße hat es in sich, denn sie ist im Augenblick so breit und unten drunter fährt in einem Abstand, der vielleicht 40, 50 Zentimeter ausmacht von der Oberfläche, die S-Bahn. Und da darf man nicht draufbauen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wollen da ein Haus drüber machen, das müssen Sie auskragen lassen. Und je nachdem, wie Sie das konstruieren, kriegen Sie da unmögliche Sachen. Natürlich kann man das alles machen, aber man sollte es vorher überlegen, ob das gewollt wird oder nicht. Ja? Dann würde es nämlich, sonst würde es bedeuten, wenn man das vermeidet, dass man, sehen Sie mal hier auf diese Stelle, man könnte natürlich die Bauflucht auch weglassen, dann wären die Systeme vollständig getrennt, aber es hätte zur Folge, dass Sie auf einmal eine ganz andere Athener Straße haben. Sehen Sie mal, das würde etwa so aussehen. Ja? Die würde auf einmal breiter werden und man müsste auch diese Form überlegen, nicht nur die Quadratmeter Geschossfläche, die verloren gehen, sondern ob es nicht auch gut wäre, einen begrünten Bereich im Inneren, das müsste man aber konkretisieren, damit man weiß, wie das geht. Man müsste den ja auch anheben, damit man überhaupt eine Grasnarbe da erzeugen kann. Aber man sollte das vorher machen und dann die Wettbewerbsteilnehmer darum bitten, jetzt sagt mir mal, wie wollt ihr das lösen? Aber man muss es denen klar schildern, das Problem, denn dann können sie Lösungen finden. Ja? Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass so einige Punkte angesprochen wurden. Aber Sie können sich vorstellen, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter diskutieren, das ist ein unlösbares Problem, alle Bedingungen aufzuführen, auch für die Verwaltung. Ja, das ist nach Horst Rittel ein sogenanntes Wicked Problem, ein bösartiges Problem. Und bösartige Probleme haben die Eigenschaft, dass man sie nicht auf den Zettel schreiben kann. Das geht immer weiter, immer weiter. Ja, und so ist es mir gegangen bei der Vorbereitung des Vortrags. Ich habe ihn dann aber rigoros zusammengestrichen. Deshalb sind die 9 Punkte, die ich im Wesentlichen angesprochen habe, übrig geblieben. Vielen Dank, Herr Stuckenbrock. Ich darf jetzt zwischendrin noch prominente Gäste begrüßen. Der Herr Dr. Wieland Backes ist zu uns gekommen, schaut zu. Und die Stadträtin Frau Münch von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, dass Sie da sind. So, und wir machen jetzt, gerne, wir machen jetzt weiter. Christoph, jetzt steigen wir gleich ins digitale Modell ein. Und für uns hat es immer einen Workshop-Charakter. Das heißt, Christoph zeigt was, erläutert was und wir gehen dann eigentlich gleich schon in die, wenn jemand Fragen dazu hat, kann er eine Frage stellen. Ich gehe dann rum mit dem Mikrofon und werde dann aufrufen oder wir diskutieren dann gemeinsam, genau. Gut. Christoph. Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch noch mal Ihnen auch alles Gute zum neuen Jahr wünschen. Wir haben uns nämlich jetzt auch was vorgenommen fürs neue Jahr, denn die Themen sind doch wieder, also immer noch interessant und brisant und wir dachten, mit neuem Schwung in das Jahr zu gehen, haben jetzt diesen Schwung in 3 Veranstaltungen umgesetzt, die heutige, und wir werden im Februar und im März jeweils noch eine Veranstaltung machen. Herr Stuckenbrock hat es ja angedeutet, in der zweiten Veranstaltung, also im Februar, wird es näher um die Bestandsbauwerke der Bahn gehen. Da haben wir dann auch andere Gäste dabei. Und im März wird es nochmal speziell hier zu dem Umfeld des Bahnhofs und dem anschließenden Areal im Detail gehen. Da werden wir vielleicht heute nicht so im Detail sein. Aber wir sind halt der Meinung, dass, also, oder uns macht es ein bisschen Sorge, das haben die beiden ja schon vorgetragen,
dass man mit den kommenden Wettbewerben für dieses ganze Areal zu viele Themen auf unterschiedlicher Ebene und mit unterschiedlicher Reichweite und Brisanz hineinpackt und hofft, dass auswärtige internationale Architekten und Planer da der Stadt gute Lösungen bringen können. Wir kennen ja das Wettbewerbswesen, da wird viel im Unklaren gelassen, da wird halt auch bestimmte Aufmerksamkeit wird erzeugt und so weiter. Also wir haben da eine gewisse Skepsis und wir sind der Meinung, dass vieles auch vorher mit den Bürgern diskutiert werden kann. Das heißt, die Bürger können mitdiskutieren an vielen Themen. Das haben auch andere erkannt. Also wir arbeiten gerne auch mit anderen zusammen. So hat der Infoladen eben letzte Woche von Herrn Professor Baumüller oder mit ihm zusammen ein Thema vertieft, was die Klimarelevanz des Gebiets angeht. Das möchten wir gerne aufgreifen, auch zusammen und auch weiterführen, wenn es geht. Ich weiß, dass der Herr Professor Lederer in der Veranstaltung damals im Stadtmuseum gefordert hat, dass im Vorfeld des Wettbewerbs der Kulturmeile ebenfalls Veranstaltungen stattfinden, wo die Bürger auch an den Determinanten, an den Gesichtspunkten oder Vorgaben des Wettbewerbs eben auch mitdiskutieren können. Also das ist unsere Auffassung und jetzt wollen wir hier heute Abend eben ein paar Punkte vertiefen. Das ist auch wieder so ein experimentellen Charakter, einen Werkstattcharakter. Das heißt, es ist nicht alles fix und fertig vollständig, aber Sie können dann auch Anregungen bringen und wir versuchen das halt auch hier in der Diskussion zu vertiefen oder einzubringen und dann auch zu diskutieren. Was Sie jetzt hier sehen, also der Blick vom Bahnhof auf das Bestandsgebiet. Ich wollte Ihnen am Anfang eine kleine Übersicht geben, also rückblickend, was wir schon bearbeitet haben oder erarbeitet haben, dass Sie da, wenn Sie auch neu dabei sind, das kennenlernen oder auch ein bisschen eine Übersicht haben, bevor ich jetzt in die Details gehe. Also hier ein Blick in den Park hinein mit dem bestehenden Gelände. Da sind jetzt halt die Gleise schon weg und einige Gebäude. Und hier sehen Sie das künftige Rosensteingelände mit den Bauwerken, die heute da draufstehen, also das Paketpostamt, Lokschuppen und andere Werkstätten. Hier sehen Sie das Gleisgebirge. Und wir haben uns natürlich intensiv am Anfang mit der Topografie beschäftigt und haben Konzepte, die bisher auch aus Wettbewerben hervorgegangen sind, uns angeschaut. Und das mal auch dargestellt, um sie miteinander vergleichen zu können. Also hier zum Beispiel das Konzept von Trojan aus 1997, also was die halt damals vorgeschlagen haben, wie man mit dem Gelände umgehen soll, wie man mit der Topografie umgehen soll. Und Sie können hier jetzt die Stufung sehen, die damals vorgeschlagen wurde, die Bebauung und das Umfeld. Dann im Vergleich dazu auch das Konzept von Professor Pesch, das eine etwas sanfteres Ende vorsieht, aber dann hier doch die relativ steile Kante lässt und hier oben auf diesem oberen Plateau eben eine relativ ebenes Quartier vorgeschlagen hat. Und wir haben dann als dritte Möglichkeit, wir wollen ja nicht selber entwerfen, sondern wir stellen einfach Dinge zur Diskussion, Dinge zu vergleichen, haben wir das Urgelände hergestellt und haben also im Grunde aus alten Unterlagen die Höhenlinien wieder erstellt und haben darauf eine Bebauung verteilt, die wir mal in Tübingen besichtigt haben, in der alten Weberei, haben wir einfach darüber gestreut, um mal eine vergleichbare Lösung zu haben. Und hier eben, das ist das, was der Herr Professor, was der Herr Stuckenburg schon geschildert hat, sehen wir dann eben auch Wege, die relativ barrierefrei oder direkt begangen werden können, ohne Treppenanlagen. So, und dann haben wir in der weiteren Vertiefung, haben wir dann auch nochmal die Bebauung uns angeguckt und haben überlegt, was ist, wenn jetzt die Zahl der Wohnungen, die hier für dieses Gebiet vorgesehen sind, tatsächlich umgesetzt werden.
und haben, damit man einfach einen Vergleich hat, das Olga-Areal genommen, also das, die Bebauung, die auf dem alten Krankenhausgelände im Stuttgarter Westen entsteht, haben wir hier hineingesetzt. Das sind, glaube ich, 10, es müssen aber 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Also hier fehlen noch ein paar, ich habe, glaube ich, noch eine andere Datei, wo die 13 Stück drin sind, um die hier erforderliche Anzahl an Wohnungen oder gewünschte Anzahl an Wohnungen zu schaffen. Dann haben wir uns da auch angeschaut, was es bedeutet, wenn die verschiedenen Wohnungsformen, also Sozialwohnungen und freifinanzierte Wohnungen, diesen haben wir jetzt hier eingefärbt, analog zum Olga-Areal, also wenn die hier verteilt werden, um eine gewisse soziale Mischung, was ja im Rosenstein in der Bürgerbeteiligung verlangt wurde, gewünscht wurde, was es hier bedeutet. Und wenn man eben heutzutage das nach dem Stuttgarter Modell macht, gibt es ja dann nach einigen Jahren auch wieder ein Freiwerden, ein Entlassen dieser Sozialbindungen aus diesen Verhältnissen, also aus der Preisbindung, sodass dann mit der Zeit nach 15, 20 Jahren es unter Umständen, wenn man eben nicht Gegenmaßnahmen ergreift oder Dinge einbaut, Mechanismen, dann haben wir wieder ein frei finanziertes, dem Markt ausgesetztes Gebiet. Das waren so Punkte, die wir da besprochen haben. Und dann haben wir uns auch noch intensiv beschäftigt mit der Fuge, also mit dem Gelände hier, wo die Haltestelle Mittnachstraße entstehen soll. Da haben wir uns damit beschäftigt, wie das wäre, wenn man das Gleisgebirge lassen würde, was dazwischen liegt, wo man ja heute schon die Baustelle sieht mit den Stützwänden, um den Rest des Gleisgebirges abzustützen. Das haben wir uns dann da angeschaut und überlegt, wie das aussehen würde, welche Verbindungen es geben könnte. Haben aber auch dann die Haltestelle angeschaut als Mittelpunkt, als möglichen Mittelpunkt zwischen den beiden Quartiersbereichen, also dem bestehenden Nordbahnhofviertel und dem neuen Bereich. Das waren so Punkte. Dann haben wir uns auch damit beschäftigt, dass es ein Überwerfungsbauwerk gibt. Das steckt ja hier in diesem Bereich. Das sind diese 600 Meter, die erwähnt wurden. Wenn man sie jetzt sieht, im Gleisgebirge hier eingebaut, nur teilweise freigelegt, wenn man also das Gleisfeld abtragen würde, würde das in etwa so aussehen. Und man kann eben sich unterschiedliche Möglichkeiten vorstellen, wie man das erhält, also entweder im Ganzen oder eben nur in Teilen. Das ist ja ein sehr großes Gebilde und auch sehr unterschiedlich. Manche Teile sind eben sehr massiv und vielleicht auch ein bisschen schlecht zu nutzen, aber das werden wir dann beim nächsten Mal noch anschauen. So, und dann haben wir uns noch beschäftigt mit dem vorderen Bereich, also dem sogenannten A2 und A3 Areal, das sehen Sie ja hier. Und was wir jetzt, ich würde jetzt mal vielleicht eher die Planung oder den Zustand, den wir mit Trojan hier bekommen haben, als Ergebnis seines Wettbewerbs damals und dem, was Plan festgestellt ist oder Grundlage der Planfeststellung ist, nämlich hier dieses Büro- und Hotelgebäude. Und das ist hier das eigentliche A3-Gelände, also das Grundstück, von dem immer die Rede ist. Das ist hier dieses Stück, also das Bürogebäude mit dem Nachbarn. Und da haben wir ja gesagt, also muss man sich mal näher angucken, das ist der jetzige Planungsstand. Und wir hatten überlegt, was ist, wenn man zum Beispiel so etwas wie das Centre Pompidou mit einem gewissen Umfeld. Wir haben hier mal den Karlsplatz hineinmontiert, wo dann Flohmärkte stattfinden. Hier ist der Landespavillon. Oder es war das Thema
Oper, wo wir dann einfach als Beispiel, einfach um mal so Maßstäbe zu zeigen, ne, was so ein Gebäude für einen Auftritt hat und ein Umfeld verlangt oder wünscht oder was man dem geben könnte. Natürlich, auch das kennen Sie, haben wir dann auch versucht. Also Sie sehen, da muss man schon überlegen, gut, was man hier in dem Umfeld machen möchte und sollte. Und das werden wir dann heute Abend eben auch noch vertiefen. Ja, das waren, sag mal, die so Grundzüge der Überlegungen. Heute Abend wollen wir jetzt beginnen mit der Standortfrage. Es war ja so, dass wir gesagt haben, was der Herr Stuckenbrock ja auch schon angedeutet hat, ist es tatsächlich die Frage, ob, ich würde das mal hier herdrehen, sodass man die Übersicht hat, ob es genügt, wenn der internationale Wettbewerb sich hier mit diesem, sagen wir mal, Sichel, mit dieser sichelförmigen Fläche beschäftigt und hier im Grunde die großen Ideen für Stuttgart und wichtige Nutzungen treffen kann. Was haben wir jetzt hier? Also, was wir jetzt hier gemacht haben, ist zunächst einmal wichtige verkehrliche Anbindungspunkte sichtbar zu machen, als eine Möglichkeit. Wir können ja dann auch noch andere diskutieren. Und zwar sind jetzt hier grün die Zugänge zu zur S-Bahn dargestellt, blau sind die U-Bahn-Haltestellen, und zwar ein kleiner Versuch war, anhand der Stärke des Pömpels jeweils auch die Bedeutung der Haltestelle. An einigen Haltestellen haben wir eine U-Bahn-Linie, an manchen haben wir 5 oder 8, die zusammenkommen. Also es ist durchaus auch ein gewisser Unterschied. Und das sind, wie gesagt, die S-Bahn-Haltestellen, geplant oder bereits vorhanden. Und rot einige wichtige Bushaltestellen. Also die Buslinien bewegen sich in der Hauptsache hier um die Innenstadt und schwärmen dann hier seitlich aus. Also in dem Bereich gibt es so gut wie gar keine Buslinien. Und aufgrund dessen kann man ja schon eine gewisse Struktur erkennen, die hier angelegt ist und die auch ja, eine gute Erreichbarkeit mancher Punkte im Stadtgrundriss deutlich machen. Wir haben jetzt noch die wir haben mal versucht, weil es ja auch in der Diskussion um diese Nutzungen in erster Linie um kulturelle Nutzungen geht, habe ich jetzt hier mal die Kulturmeile dargestellt, also Stadtmuseum, Württembergische Landesbibliothek, Staatsgalerie und Oper. Und das ist jetzt mal hier an dieser Stelle, sodass man die Lage sehen kann, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe jetzt einfach, um das zu ergänzen, weil es ja, gibt ja nicht nur diese kulturelle Einrichtung, habe ich auch sonstige mal ins Stadtbild gesetzt. Da hat ja hier Landesmuseum, Kunstverein, auch andere Theater, Kino habe ich jetzt mal in dem Fall dazu gezählt. Wir haben ja hier das Lindenmuseum, die Liederhalle mit dem, hier ist es, der Rote Wühlbau. Also eine gewisse Streuung, aber man kann jetzt das auch mal im Verhältnis sehen, auch zu den wichtigen, zu der wichtigen verkehrlichen Anbindung. Das ist jetzt, sagen wir mal, die Grundlage, so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und was wir halt auch diskutiert haben vor einiger Zeit, das sind die öffentlichen Nutzungen, die wir im Zusammenhang mit dem Rosenstein gesehen haben. Ich habe übrigens jetzt hier mal spaßeshalber
die drei Nutzungen hier untergebracht, die erwähnt wurden durch Herrn Kuhn. In der Zeitung ging es ja darum, dass das Münchner Projekt eines Konzerthauses auch die Konzerthalle in oder die Kongresshalle in Berlin und hier das Lindenmuseum, dass die hier alle auf dieses Grundstück draufpassen. Das habe ich jetzt mal hier montiert. Hier im hinteren Bereich, da hatten wir schon mal über diesen Standort an der Wolframstraße, also am Cityring, gesprochen. Wir hatten hier an diesem Punkt den Ausgang der Mittnachstraße erwähnt. Wir haben nach Norden hin, hier ist ja das Naturkundemuseum, hier sind die Wagenhallen, also von diesem Bereich auch mal gesprochen. Also Sie sehen das jetzt mal in Bezug zu der künftigen, also zu dem Nordbahnhof und dieser künftigen Haltestelle der Gräubahn, was das bedeutet. Hier haben wir das Schloss Rosenstein. Hier ist nochmal eine Möglichkeit, dann hat man diesen Bereich, also da an der Wolframstraße. Das waren jetzt so Punkte, die damals schon in der Diskussion bestanden. Ich habe jetzt nochmal hier einen weiteren Aspekt, den ich kurz einschalten möchte. Genau, und zwar, wir hatten mal im Zusammenhang mit der Führung einer Bahn rüber zum Stöckach auch die Überdeckelung der Cannstatter Straße erwähnt und hier mal ein solches Gebäude platziert. Jetzt mal ausgehend von den ersten Überlegungen. Ich werde jetzt vielleicht mal die Bäume ausschalten, weil die immer zu viel Speicher wegnehmen. Ups, Augenblick. Und auch zu viel das Bild irritieren. Sind auch gar nicht nötig in dem Maßstab. So. Aber was man jetzt vielleicht in der Übersicht schon mal erkennen kann, ist, dass wir hier eine Struktur von öffentlichen Verkehrsmitteln haben, von wichtigen Verkehrsmitteln, die zufällig auch etwas mit dem Park zu tun haben, also auch diesen Park im Grunde umfassen. Und das war jetzt für uns der Gedanke, wenn wir hier schon angefangen haben mit Standorten, das insgesamt auch zu sehen und vielleicht diesen Bereich als Entwicklungsmöglichkeit zu sehen. Wir haben ja im Westen und in der Mitte ansonsten relativ wenig Potenzial, weitere Standorte zu finden oder sinnvoll unterzubringen. Aber ob das nicht auch durchaus ein Thema sein könnte, diesen ganzen Bereich als erweiterte Innenstadt, auch kulturell oder mit wichtigen öffentlichen Einrichtungen zu sehen und anzustreben. Also im Grunde mit dem Gedanken im Hinterkopf auch die Planungen zu begleiten und dabei auch sich nicht Dinge zu verbauen. Also hier sehen Sie das Ganze nochmal in der Übersicht und da sind sicherlich noch weitere sinnvolle Standorte möglich. Ein Punkt, den ich zum Beispiel, also ich kann zwei Aspekte, und dann können wir vielleicht auch mal darüber diskutieren, erwähnen. Hier die Ostseite des Parks, die ist ja jetzt im Grunde von der Cannstatter Straße geprägt. Hier haben wir sehr viel Gewerbe, aber mit so einem Punkt, den wir hier mal angedeutet haben, eine Überdeckung, die schon lange in der Diskussion ist, mit der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht sogar eine Querung an der Stelle, könnte man auch den Park nach Osten hin mit einer östlichen Kante, einem östlichen Ufer des Parks entwickeln und hier auch durchaus weitere hochwertige Standorte für öffentliche Einrichtungen finden. Das Zweite war, auch hier in dem Bereich, also Neckartor und Staatsgalerie und so, werden ja auch Standorte, die man einfach sichert und nicht wie mit dem Innenministerium verbaut, ne, wo man also im Grunde ein hermetisch abgeriegeltes Gebiet dann am Parkrand stehen hat. Das waren jetzt mal erste Gedanken. Weiß ich nicht, wie Sie das sehen, ob man das
ja, ob es noch andere Ideen dazu gibt oder Ergänzungen oder was man da auch eventuell für Schlüsse draus ziehen kann. Es ist ein bisschen vielleicht eine weit hergeholte Gedanken vielleicht, aber vielleicht ist es auch eine Anregung, die man in die Diskussion um das Rosensteingebiet eben auch mit einbeziehen könnte. Gut, das ist jetzt erstmal eine ganz grobe Struktur, ja, über die Stadt zu legen, der Versuch, einfach mal zu zeigen, wie man diese Abstufung, diese Schichten macht, damit man eine gute Stadtentwicklung bekommt. Möchte jemand was dazu sagen? Aber es ist jetzt schon noch sehr theoretisch. Es ist auch der Gedanke dahinter, der kam ja auch öfters in verschiedenen Gesprächen und Äußerungen vor, dass man eine Gesamtschau mal betrachtet. Also das Letzte, was Sie gesagt haben an der Cannstatter Straße, das würde ja bedeuten, dass man dann in den Park eingreift, denn dort verkleinert, die Infrastruktur oder vielmehr das Verkehrsaufkommen dort noch erhöhen würde. Wäre das dann nicht kontraproduktiv zu dem, was man jetzt denkt? Also die Idee, die hier jetzt mal dargestellt wurde, ist eine, die aus dem Stadtgebiet Ost kommt, nämlich ein Stück weit eine Tieferlegung, also eine kleine Absenkung und eine Überdeckelung vorzunehmen. Und das wäre dann so eine Art Kristallisationspunkt für eine Verbindung. Die könnte dann, das ist ja hier der städtische Bauhof, also da gibt es durchaus auch Verfügungsmasse, in Anführungszeichen, seitens der Stadt, hier diese Verbindung herzustellen. Es muss jetzt nicht unbedingt, also die Grenzen sind natürlich wahrscheinlich verkehrlich und finanziell, aber hier sowas zu denken, war mal. Aber es ist eher eine Ausweitung des Parks als eine. Also es geht ja nicht um den Eingriff. Der Park soll ja, also wenn, dann eher ein Stück vergrößert werden, beziehungsweise. Also in die andere Richtung, wenn ich es dann richtig verstehe. Ja, genau. Auf die andere Seite rüber. Ja, genau. Zu den Industriebauten, also auf der anderen Straßenseite. Genau. Hier sieht man es jetzt nochmal. Das ist ja die Trasse der Cannstatter Straße. Hier sehen Sie ja die heutige Mauer. Und es wäre in einem Stück eine Überdeckelung mit einer kleinen. Na gut, da werden ja von den alten Fernmeldegebäuden vorne auch noch eine größere Fläche, die man nutzen könnte. Sie meinen hier oben? Ja, wenn man da, wo vorne die Kreuzung ist, die große Kreuzung, da ist dann der Ford. Und da dahinter ist auch noch Industriefläche, wo ich glaube, von der Telekom noch eigentlich her frei liegt. Also vom Prinzip her, also den Gedanken ist ja, da kann man ja freien Lauf lassen, ob das irgendwann dann sich umstrukturiert, aber sagen wir mal, das wäre jetzt mal so ein Ansatz, ein Anfang. Und den Rest könnte man ja natürlich weiter denken. Ja, Herr Professor Baumüller, darf ich? Ja, es gibt ja eine grundsätzliche Frage, müssen die kulturellen Einrichtungen möglichst zentral, fußläufig an einem Ort sein oder können die auch verteilt sein in einer Stadt? Es ist ja so, wenn ich in die Oper gehe, gehe ich vorher sicher nicht ins Haus der Geschichte und auch noch in die Staatsgalerie. Das werde ich sicher getrennt machen. Und insofern müssen die nicht nebeneinander stehen. Das heißt, die Oper könnte auch wo ganz anders stehen. Sie muss nur gut angebunden sein an den Verkehr. Das ist eine grundsätzliche Frage. Im Moment erschließt sich das mir aus der Presse so, als will man unbedingt alles im Zentrum möglichst kulturelle Einrichtungen verdichten. Und das ist die Frage auch hier jetzt in den Saal. Meinen Sie nicht, dass auch eine Streuung auch als Frequenzbringer für neu zu entwickelnde Gebiete ganz gut wäre? Also mir scheint es so zu sein, dass dem so eine oberzentrale Idee zugrunde liegt. Also dass man sagt, Stuttgart ist das Oberzentrum hier und dass die Ausgeburt ist oder das, sagen wir mal, das Konzentrat dieses Oberzentrums ist die Innenstadt. Ja? Das heißt also, wenn man in die Innenstadt geht, dann spürt man das Oberzentrum am besten und da soll alles sein, also Verwaltungsspitzen und
Ministerien und Kultur, also alles sozusagen hoch drei, ja, alles besonders. Und in der Tat zielt ja die Frage auf ein anderes Paradigma, gell? Wenn man das polyzentrisch denken würde, dieses Kulturangebot, und von der Prämisse ausgeht, dass man sich höchstens eins für einen Tag vornimmt und das nicht so ein Tourismus, wir müssen mindestens 5 Einrichtungen pro Tag erledigt haben, sonst fühlen wir uns nicht gut. Wenn man das voraussetzt, dann kann man das, könnte man das gelten lassen. Es gibt eine andere Idee, die so eine Art Kulturzone schafft. Also, dass man praktisch in einen Bereich eintritt, wo wirklich montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags immer Sonntag ist. Ja? Also das ist sozusagen ein Stück andere Welt. Wenn man da reingeht, dann ist man in einer anderen Welt. Und das sind in der Tat zwei Modelle. Ja? Wenn ich das Porsche Museum oder Daimler Museum sehe, die sagen, wir machen produzieren hier oder haben hier produziert und wollen das zeigen, da wo wir es produziert haben. Und man kann das gut verstehen, warum die sagen, Zuffenhausen ist der Ort. Ja? Oder beim Daimler eben. Untertürkheim. Und ich bin mir noch nicht ganz klar, was man da eigentlich wollen sollte. So ganz als Nutzer, weil ich eine Jahreskarte habe, würde ich mir wünschen, dass ich mit der Stadtbahn einigermaßen gut oder mit der S-Bahn einigermaßen gut hinkomme. Bei gutem und bei schlechtem Wetter. Bei gutem ist es kein Problem, aber bei schlechtem Wetter. Ne? Und deshalb finde ich, also von die Überlegungen, wie ist das Verhältnis von dem Grün auf der einen Seite, also das, was schön ist und wo man so schön an dessen Rand man solche so besonderen Nutzungen platzieren kann, und wie sind die erreichbar auch mit der Stadtbahn, da muss man keinen Parkplatz suchen oder man muss nicht durch den Verkehrsstau hindurch oder was weiß ich, ja, das hat schon was für sich, ja, deshalb kann ich sagen, den Ansatz, den könnte ich bejahen, dass man sagt, wo ist da eine gute Stelle, wo ich mindestens mit einem guten Verkehrsmittel, verlässlichen Verkehrs, öffentlichen Verkehrsmittel hinkomme. Ja? Aber das, was da zugleich auch sichtbar geworden ist, man kann die Kulturmeile auch ganz anders denken auf diese Weise. Ja? Das ist eben interessant, dass das nicht so festgefügt ist, wie es die Begriffe, die man verwendet, zu sein scheinen. Ja, es ist die Liederhalle, wenn man die anschaut, das Lindenmuseum. Also es sind wirklich keine zentralen Orte. Und trotzdem spielt da viel Musik. Also gut angebundene öffentliche Einrichtungen, das müssen ja nicht kulturelle sein. Das könnten auch, also auch eine Sporthalle oder ähnliches sein. Also, also einfach Einrichtungen, die aus der Region heraus aufgesucht werden. Die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Umgebung, was dort an vielleicht zusätzlicher Gastronomie oder Ähnlichem sich ansiedelt. Und sind natürlich auch Impulse, die dort durchaus auch etwas Positives hätten für einen solchen Bereich. Dann ist auch die Vorstellung, dass ich durch eine gewisse Wegebeziehung durch den Park und um den Park herum immer wieder mal solche Einrichtungen habe und eine solche durch Öffentlichkeit belebten Bereich, das könnte eben auch ein Thema sein für die Weiterentwicklung des Parks und der Parklandschaft. So ähnlich wie man jetzt heute auch das Naturkundemuseum in Rosenstein und so weiter schon am Parkrand hat. Das könnte einfach ein Thema, ein Motiv sein. Hier hat man ja die Mineralbäder, die teilweise auch angebunden sind, vielleicht etwas schlecht im Moment, aber das könnte einfach ein Motiv sein für Stuttgart an sich, für den erweiterten Kesselbereich, für die erweiterte Innenstadt. Es ist ja auch so, dass andere Städte ja auch versucht haben, sich auch schöne große Landschaftsbereiche zu erschließen, also Hafenbereiche zum Beispiel, Barcelona, Vancouver. Solche Städte haben, das kann ich ja hier mal kurz zeigen, hier Bilbao, wo sie eben ihren Uferbereich neu gestaltet haben mit diesem Museum. Oder eben Barcelona hat seine Schuppen,
Handel, also Industrieschuppen vom Hafengebiet weggeräumt und ist ans Ufer getreten. Auch Vancouver sind immer noch dabei, ihre Hafenränder neu zu beleben und zu nutzen. Oder meinetwegen auch Hamburg mit der Hafen City. Also es ist ein Thema, das könnte eben auch ein Thema für Stuttgart sein, aus diesen Resten des alten Schlossparks wieder etwa ein Motiv für die Stadt zu machen. Und das begleitet durch diese öffentliche Nutzung, durch Wegeführung, durch begleitende Nutzungen, die nicht gerade Gewerbe oder Verkehr sind. Also ein Thema, das die Stadt aufgreifen könnte und Stück für Stück immer wieder neu anpacken könnte. Darf ich vielleicht auch zu diesem Bild etwas anmerken? Also es ist komisch, da wo das Neckartor ist, und da habe ich immer ein komisches Gefühl. Warum fahren da die Autos nach links und dann so rum und dann am Park entlang, gell? Und dann zucke ich aber da immer ganz schnell zurück, gell? Dann denke ich mir, ah, das kann man nicht mit Heslach vergleichen, da eine Südumfahrung Heslach oder hier eine Ostumfahrung dieses Punktes zu machen. Aber es ist eine eigenartige Stelle, ja? Eigentlich so schön am Park gelegen. Stellen Sie sich mal vor, zwischen Neckarpark und Bundesstraße, also Cannstatter Straße, dieses Viertel würde man neu denken, ja? Also man würde da praktisch den Verkehr abtauchen lassen, der käme dann kurz vor, hinterm Neckar wieder raus und würde das ganz neu entwickeln. Ja? Das ist jetzt, ich frage mich ständig, kann man das so denken oder ist das zu groß oder zu klein oder was weiß ich. Ja? Aber man kommt dann plötzlich zu was ganz anderem, ja? Was da möglich wäre. Ja? Wir hatten ja auch als offenes Format den Rundgang mit dem Herrn Lutz, damals, Herr Stuckenbrock, wo Sie dabei waren. Und da waren wir im Schlossgarten gegenüber von der Oper. Und auf der Rückseite der Gebäude, die von der Königstraße, die an der Königstraße aus sind, da sieht man, gerade zum Park hin hat man nicht offene Fronten, die sich zum Park hin orientieren, sondern da stehen die Angestellten und rauchen, also das ist die Raucherecke. Und das ist also schon eigentlich traurig, und sowas wollen wir eben da am Schlosspark, eben am Schlossgarten nicht haben. Deswegen haben wir uns ja auch, haben wir auch diskutiert, die Kante, wie soll diese Parkkante dort ausgebildet sein, vor allem im A2-Gebiet. Also, es war wie gesagt, ausgehend von unseren Überlegungen zur Sichel, also zu diesem Bereich Rosenstein, einfach nochmal den Horizont oder unsere Perspektive etwas aufzuweiten im Sinne einer Gesamtschau. Natürlich kann man jetzt nicht die ganze Region Stuttgart sich vorknöpfen, aber so ein Stück weit das, was man jetzt von der Innenstadt her kennt, die relativ festgefügt ist, und welche Möglichkeiten sich vielleicht ergeben, hier ein Konzept zu sehen und dann vielleicht auch aus dieser, auch einer solchen Diskussion, auch Vorgaben für den Wettbewerb zu machen. Denn dass die Teilnehmer des Wettbewerbs sich nur diese Sichel angucken und sagen, wo jetzt hier die großen städtischen Standorte sein sollen für die Nutzungen, die verlangt sind, das finden wir halt schon etwas viel. Also ein positives Leitbild für den Wettbewerb entwickeln. Genau. Genau. So. Ja. Und jetzt? Interimsoper? Achso, ja, okay. Also ich hatte, vorhin war sie schon mit eingeschaltet. Ich habe ja hier, ist die PowerPoint noch da? Also wir haben ja vorhin gesagt, was wir davon halten, von dem Standort am Paketpostamt. Wir sind eigentlich sehr unglücklich damit, das muss man nochmal ganz deutlich sagen. Es ist so, wir haben jetzt aufgrund dieser Darstellung, das war ja die Interimsoper dargestellt auf dem Eckensee, haben wir jetzt hier mal das Element da reingestellt. So. Und das dürfte ungefähr diese Größe haben, also etwa 100 Meter auf 50. Und der Turm hat die 35 Meter, die in der Zeitung standen. Und
Wir haben uns einfach jetzt auch mal die Standorte angeguckt, die hier schon mal in der Runde mal andiskutiert wurden und haben festgestellt, dass hier an dieser Stelle ein Parkplatz vorhanden ist. Der ist unbebaut, der hat eine gewisse Größe, er ist hier an U-Bahnen und an die Bibliothek, ans Milaneo angebunden, wird künftig am Südende der Haltestelle Mittnachstraße sein. Und da haben wir mal gedacht, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Wir sagen sowieso, der Standort wäre zu sichern. Also eigentlich wäre es sehr schade, wenn wir hier irgendwann nur einfach ein normales Bürogebäude hätten. Ne? Was dem Park wieder den Rücken zeigt, oder? Ja, oder ja, einfach schade. Wenn die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. So ist es. Ja. Und es kommt noch was hinzu. Man kann ja hier die Überwerfungsbauwerke noch einschalten. Wo haben wir sie denn? Also man sieht links sieht man die Haltestelle Milchhof. Genau. Also den blauen Pömpel. Genau, hier ist das und Arbeitsamt. Genau. Von da aus läuft man in 2 Minuten rüber zu dem Vorplatz am Uferpalast. Und natürlich ist diese Haltestelle über den Budapester Platz in 3 Minuten mit der U12 angebunden. So, dann habe ich jetzt einfach mal die Masse auf das Gelände gesetzt. Man kann sich vorstellen, dass es dann irgendwann, wenn die S-Bahn gebaut ist, da vielleicht auch eine Trasse drüber gibt oder sowas ähnliches. Und dann wären hier vielleicht Reste vom Überwerfungsbauwerk, vielleicht, da hatte ja schon eine Dame bei einer Veranstaltung vorgeschlagen, hier ein Amphitheater reinzubauen, da könnten dann die Sommerspiele stattfinden, also Sommeraufführungen. Also es wäre einerseits eine Interimslösung, es könnte auch langfristig etwas sein, etwas mit Kultur, könnte auch langfristig ein Opernstandort sein und wäre schön am Park gelegen und hätte hier einfach eine gute Anbindung und wäre so ein Baustein in diesem Konzept. So, ja, das war das, was Herr Hammer angekündigt hatte, dass wir uns da einfach nochmal Gedanken gemacht haben. Vor allen Dingen, die Investitionen wären da nicht verloren. Also das, klar, ich meine, wenn ich jetzt das Paketpostamt noch einschalte, das sollte man schon fairerweise machen. Wo haben wir es denn? Achso. Also, da. Also hier sehen Sie ja die Lage des Paketpostamtes in einem solchen Konzept. Was man da ja weiß, ist, dass es auf erhöhtem Gelände gebaut wurde. Insofern hat es eben nicht überall bis zum Boden, also bis zum Boden des ursprünglichen Geländes reichende Unterbauten. Also das würde in etwa so stehen. Oder man müsste im Grunde das Gebäude ja anschütten. Also dort bestehendes Gelände von der Bahn stehen lassen, damit es angebunden wäre. Und es stünde halt im Grunde den Bezug zum Rosenstein, zum Schloss Rosenstein, ein Stück weit im Wege. Ja, und es ist halt die Frage, wie man das anbindet, also verkehrlich mit einer Straße. Garagen sind wahrscheinlich im Untergrund durchaus möglich. Hier wäre dann der Zugang von den Haltestellen Mineralbäder. Aber das war halt für uns doch schon ein schwieriger Punkt, weil es eben auch der topografischen Entwicklung der Parkerweiterung da ein Stück weit im Wege steht. Okay. Du hast noch ein weiteres öffentliches Gebäude angedeutet, da mit dem an der Haltestelle Mittnachtstraße. Das hier? Ja. Ja gut, das war einer von den Punkten, dass man sagt, wenn hier das Wohnquartier entsteht, dass man am Rand, auch in unmittelbarer Nähe dieser Haltestelle vielleicht da eine weitere Einrichtung schafft, die dann davon profitieren könnte.
Herr Weigel, könnte man dieses Gebäude mal da vorne an die Spitze setzen, wo jetzt andere Wohngebäude stehen, das Runde wegmachen und dann da mal so an die Spitze setzen, dass das da so auf der Nase steht, ja? Was dahin, ja? Das da, dahin. Das dahin, ja? Wie das aussieht. Also richtig ein bisschen drehen noch. Wie rum? Ein bisschen nach links drehen. Und dann so richtig auf die Spitze da setzen. Also das ist so... Nee, geht, noch anders. Geht dann aber leider nicht als Interimsoper, weil... Ja, nee, dann müsste es echt fest sein. Zeitlich. Und dann die, in die Bebauung rein, da vorne auf die Nase, genau. Ja, noch ein bisschen rein. So, ja. Das wäre ein sehr exponierter Punkt, wäre durch die S-Bahn gut erreichbar. Ja. Aha. Klar. 2026 denkbar. 2026 beginnen, ja. Ja, ja. Ja. Genau. Das ist klar. Das muss einem immer klar sein, aber der Parkplatz am, am Ufer ist frei. Ja, der ist frei, ja, ja. Wo sollen die her? Die wer? Tiefgarage teilen, ja, warum nicht? Auch sowas ist möglich. Oder einfach mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Nein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Fahrrad, sicher. So, also das waren jetzt so die Punkte zum Thema Standorte der großen Einrichtungen im Verhältnis zum Park und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Einfach auch im Hinblick auf Sicherung wichtiger Standorte und nicht Verbauen von Möglichkeiten. So, das, ja? Der grundsätzliche Gedanke ist, oder der grundsätzliche Wunsch ist eben, dass man diese Plätze reserviert. Dass die Stadt diese Plätze reserviert und einfach hält. Und wie gesagt, es gibt ja noch ein paar, aber ich meine, das Prinzip würde bedeuten, dass man an die Ränder schaut und die Ränder beachtet und die Ränder entsprechend mit heranzieht. Jetzt nochmal vertiefend auf das A3, würde ich sagen. Oder gibt es aus dem Publikum Gedanken zu den Punkten, die wir jetzt gerade genannt haben? Gibt es Ideen, Anregungen? Vorne sieht einfach mal blöd aus. Das, wie gesagt, also deswegen, zum Glück haben wir das digitale Modell, wo man da einfach mal spielen kann. Rein- und rausstellen, aus- und anschalten. An einem analogen Modell, was einfach dasteht, könnte man es noch besser sehen. Oder anders, aber auch sehr gut sehen. Ich komme mal rum. Es sind doch ein paar, mehrere. Also dieses Paket Postamt ließe sich ja auch so gestalten, dass es vielleicht auch schöner aussieht als dieses Rosensteinschloss. Also da sind Optionen drin, die man einfach berücksichtigen sollte. Und es ist auch gestaltbar noch in jeder Richtung. Mit dem Opernhaus und weiteren Nutzungen für die Bewohner, die nachher dort einziehen. Das ist ja eine Investition, die dann erhalten bleiben kann. Genauso auch erhalten bleiben kann. Also noch ein ganz anderer Gedanke. Noch, Herr Baumüller, ich komme rum. Ja, zur Oper im Park, also dieses Paketpostamt, wie das jetzt natürlich hier reingestellt ist, so wird ja keine Oper, wenn man sie auf Dauer lässt, aussehen. Ich meine, die Oper in Hamburg sitzt ja auch auf einem Kaispeicher, der nicht mehr ganz so aussieht, wie er früher mal war. Also man kann das sicher schön gestalten an dem Ort, aber was ich eigentlich ansprechen möchte, was im Wettbewerb unbedingt mit Gegenstand sein sollte, das ist die Verknüpfung des nördlichen und des östlichen Stadtteils über die B14. Das wurde seither eigentlich immer ausgeklammert und war aber früher in der Diskussion immer ein Argument, dass damit diese Verbindung geschaffen wird oder möglich ist, die ja jetzt durch die Bahngleise nicht möglich ist. Und insofern sollte man
das mit in den Wettbewerb hineinnehmen, wie auch immer das aussieht, ob wie Sie es jetzt hier vorgeschlagen haben oder an anderer Stelle oder auch an zwei, drei Stellen, dann nicht so breit, sollte man zumindest im Wettbewerb mit fordern, dass man sich darüber Gedanken macht. Du hast ja diese beiden Trassen, oder du hast ja da mal zwei Trassen vor, mal eine Überlegung angestellt. Vielleicht kannst du die noch mal kurz erläutern oder zeigen. Hier diese? Ja. Ja, ja. Also es war ja der Gedanke, ist auch jetzt keine Idee von mir, sondern mal im Gespräch gewesen, ob man nicht irgendwann mal eine Verbindung von Norden nach Ost schaffen kann. Und das wäre hier durchaus eine Möglichkeit, wenn man das, weil man das topografisch gestalten kann. Das hat etwa die Steigung von der Landhausstraße. Und hier an dieser Stelle könnte man dann anknüpfen an die Haltestelle Stöckach. Genau. Die ist ja hier. Na, hab ich sie? Jawohl, da. Also da würde hier an der Stelle, da ist ja die heutige Fußgängerbrücke, da könnte man dann die Bahn rüberführen und hier hoch. Das hängt jetzt mit der Überlegung zusammen, dass es auch Bahnen gibt ohne Oberleitung, die also so ein Stück dann schaffen könnten. Das könnte ja auch entsprechend gestaltet werden und auch vom Tempo her verträglich sein. Also das sind alles Dinge, die man da überlegen kann. Gut, und die andere war halt direkt aus der Mittnachstraße gerade heraus. Also die Verbindung geht ja immer zur Nordbahnhofstraße hier hinten und dann hier runterzuführen und dann vielleicht, wo würde man da landen? Bei den Mineralbädern. Ja. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass das Gelände entsprechend gestaltet ist. Ja. Dass die Platzkurve geklärt ist. Moment. Wann und wer klärt jetzt die Frage mit der Gleiskurve da? Dieses Monstrum von etwa 10 Hektar Fläche, die muss man vor dem Wettbewerb auch unbedingt klären. Das können nicht die Wettbewerbsteilnehmer. Glaube ich nicht. Der Bahndamm. Ja. Der Gleisbogen und der große Bahndamm. Also das wäre. Den haben wir jetzt eigentlich für den Wettbewerb noch genau. Wenig angesprochen, genau. Ja, also wir werden es beim nächsten Mal vertiefen. Ich hatte jetzt nur den Gedanken zu diesen Überlegungen der Region. Die habe ich mal hier dargestellt. Die können wir mal kurz als Überleitung dann fürs nächste Mal einspielen oder uns anschauen. Okay, also wie gesagt, das waren jetzt im Grunde Überlegungen zu den Standorten. Nicht abschließend, auch nicht, sagen wir mal, wir haben jetzt nur die wichtigsten, die bedeutenderen Standorte herausgegriffen. Sicherlich ist immer noch auch zu überlegen, wo können Nutzungen sein, auch öffentliche Infrastruktur. Das ist sicherlich auch mal ein Thema zu vertiefen oder informelle kulturelle Nutzungen, also ein bisschen Wildwuchs, hat ja auch seine Berechtigung im Stadtbild. Also das waren jetzt, wie gesagt, mehr so die Hauptstandorte. Das haben wir noch nicht angesprochen. Schulen, Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen. Wir können ja schauen, ob wir das in einer der nächsten Veranstaltungen mal für sich nochmal behandeln. So, wenn da sonst kein Bedarf ist an diesen Themen, dann würde ich jetzt mal kurz die... machen wir es hin? Die Haltestelle hier mal ansprechen. Das ist jetzt die Darstellung der Haltestelle, wie sie bisher gedacht ist, mal ohne das Gleisgebirge. Hier wäre dann noch das Gleisgebirge dabei, also das Übrigbleibende. Dann müsste man sicherlich hier Verbindungen herstellen. Aber jetzt hat die Region vorgeschlagen, ja, einerseits hier auf dieser Seite einen Bahnsteig einzurichten. Es geht ja darum, dass man hier die Kapazitäten vergrößert, dass man Engpässe, die es in der Stammstrecke, also ab hier Richtung Stadtmitte und Schwabstraße gibt, dass man die hier ausgleichen kann. Denn hier kommen jetzt aus Cannstatt und aus Feuerbach alle Linien zusammen. Und das war ja der Gedanke, dass man einerseits hier einen Bahnsteig auf dieser Seite bauen kann, sodass ich nach beiden Seiten hin,
entleeren und besteigen kann. Also ich kann das steuern, also wohin die Fahrgäste ein- und aussteigen aus dieser nach innen fahrenden Bahn. Hier habe ich also auf der Seite keine Möglichkeit, noch ein weiteres Gleis zu legen. Das hängt mit diesen Gebäuden hier zusammen. Aber man hat festgestellt, auf der Außenseite, also auf der östlichen Seite, könnte ich noch ein drittes Gleis bringen. Das heißt, ich kann aus der Stadt herauskommend in zwei Gleise einfahren und dann von dort aus weiter. Dann müsste ich natürlich von diesem dritten Gleis auch die Verbindungen schaffen. Einmal nach Feuerbach und einmal nach Cannstatt. Das hat der Herr Hemmerling freundlicherweise mal präzisiert. Und ich habe versucht, das hier mal darzustellen. Würde ich jetzt mal einblenden. Also, hier sieht man schon das Dach von dem Bahnsteig auf der westlichen Seite. Hier sieht man schon das Dach von dem Bahnsteig auf der östlichen Seite. Und die Spundwand oder die Stützwand, die man dann hochziehen müsste, um das Gleisgebirge abzustützen, um hier noch ein weiteres Gleis einzufügen. Und hier hinten sieht man schon an diesem Schwung, dass dort der Aufstieg von dem dritten Gleis hier Richtung Nordbahnhof geschehen muss. Also das ganze Gelände hier wird noch zusätzlich abgetragen, um das dritte Gleis nach oben hin anzubinden. Unterirdisch geht es ja nach Cannstatt, das zeige ich Ihnen dann gleich nochmal. Also wenn ich jetzt mal den Schnitt mache, so kennen Sie das schon. Das heißt, wir haben hier die Haltestelle. Und aus der Haltestelle geht es hier nach oben Richtung Feuerbach. Und unterirdisch geht es hier nach rechts nach Cannstatt. Das kann man jetzt hier nochmal unterirdisch sehen. Da. Also aus Cannstatt kommt das Orangene hier in zwei Tunneln an. Und oben in der Mitte dazwischen geht es nach oben. Und wenn ich jetzt den... Das ist jetzt die planfestgestellte Trasse, genau, die im Bau ist. Die jetzt im Bau ist. Und wenn ich jetzt da noch diese... Die Stelle Mittnachstraße ist fast fertig, genau, im Rohbau. Ja. Und wenn ich jetzt halt die Erweiterungen darstelle, dann habe ich hier den Bahnsteig auf der Seite und hier das zusätzliche Gleis und da die Trogwand. Und dann sieht man hier, wie der Anstieg, also hier geht es runter nach Cannstatt, das ist der, und da ist, hier ist, da sehen Sie hier hinten, das ist der Abgang in diesen Tunnel nach Cannstatt und hier ist der Aufstieg des dritten Gleises, über die anderen hinweg, ja, um da einzubinden. Nicht wahr, Herr Hemmerling? Hemmerling ist leider nicht mehr da, aber so, okay. Wir haben das vorhin diskutiert mit dem Herrn Hemmerling, mit dem Herrn Pötke und Sie haben es nochmal bestätigt, okay. So wird es aussehen, wobei es natürlich so ist, dass wenn ich das dritte Gleis mache, würde der Bahnsteig drüben wegfallen. Also es gibt entweder, es gibt entweder die beiden Mittelbahnsteige, die in der Mitte noch ein Gleis haben, wo die Option ist, dass ich nach der einen oder anderen Seite etwa aussteigen kann, so wie wir es am Pragsattel haben. Oder ich habe auf der linken Seite, wenn ich nur die zwei Gleise habe, da war ja die Erweiterungsoption des separaten Bahnsteigs. Genau, also ich habe ja hier hinten einen Bahnsteig, hier den bisherigen geplanten und dann das dritte Gleis auf der Seite. Ja, aber man sieht natürlich, dass dieses dritte Gleis, was da hochgeht, nochmal einen Einschnitt bedeutet. Ja. Beziehungsweise eine sehr markante... Die Brücke von Herrn Schleich würde nicht reichen, die müsste ich dann nochmal also weiterführen. Man hätte sich die Verbindung noch mehr verstellt, die Verbindung, genau, fußläufig rüber. Ja. An der Bebauung würde ein Bogen gut, ja, gestaltet, genau, werden. Ja. Ja. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass die, das habe ich ja hier auch noch drin, also der Weg geht so nicht. Das heißt, man müsste das, wenn man jetzt einen Teil des Gleisgebirges in dem Bereich erhalten wollte, um das nördliche Überwerfungsbauwerk zu erreichen, müsste man das irgendwie anders machen, weil das würde dann diesen Ich frage mich halt manchmal, ob das
ob das so im Detail denjenigen bewusst war oder ist, den Gedanken oder die Frage gestellt haben oder den Wunsch geäußert haben, da ein drittes Gleis einzubauen an der Stelle. Gut, also auf jeden Fall wäre das sicherlich, denke ich, auch mal wahrscheinlich den Wettbewerbsteilnehmern in irgendeiner Form mitzugeben oder zu diskutieren, ja, zu beschließen, keine Ahnung. Man kann es sicherlich nicht offen lassen, sonst entstehen wieder Gedanken, die das Ganze verbauen. Aber der Gutachter hat deutlich gesagt, dass es also einen erheblichen Mehrwert bringt. Wobei? Okay. So steht es in dem Gutachten. Ich gebe mal weiter nochmal an Herrn Schumann. Das ist insofern kompliziert, als er es als Perspektive angezeigt hat, also keinen Zeitpunkt genannt hat. Zwar den Vorteil, aber man muss ihn jetzt noch nicht wahrnehmen. Das heißt, man muss den Städtebau jetzt und alles, was man dort tut, muss man unter der Idee entwickeln, es könnte sein, dass es kommt, aber das andere ist ja auch gelebtes Leben. Wenn das 50 Jahre nicht kommt, müsste es auch gut sein. Ja? Also es müsste auch Sinn machen, wenn man da jetzt die Bebauung zurücknimmt und so weiter. Ne? Und das ist natürlich dann eine interessante Aufgabe, aber die müsste zwingend Bestandteil des Wettbewerbs sein, denn wenn man dann erst anfangen würde, erstmal so eine Kante, jetzt lassen wir das mal außer Acht und man entwickelt dann so eine Bebauung und das fummeln wir dann da rein und so, also das wäre für mich unbefriedigend, ja, wenn man das nicht gleich mitbedenken würde. Also, sagen wir mal so, ja, dann die Bedeutung des Knotens, das viele Auf und Ab der Fahrgäste und so weiter, nimmt er noch hinzu. Ne? Und da kann man sich natürlich schon überlegen, ob hier das vielleicht auch städtebauliche Folgen haben könnte. Also man geht ja davon aus, soweit wir das vorhin diskutiert haben, es soll über 20.000 Fahrgäste ein- und aussteigen pro Tag an der Haltestelle Mittnachtstraße. Sie müssen nicht bis zum Hauptbahnhof fahren, dort umsteigen, sondern sie können schon hier vorne umsteigen, dann nach Cannstatt weiterfahren. Also diese Eckverbindung, reinfahren von Feuerbach, umsteigen in die S-Bahn, dann wieder rausfahren. Sie müssen nicht am Hauptbahnhof, was den Hauptbahnhof ja auch entlastet an der Stelle. Und deswegen sehen wir da eigentlich, dass das ein Knotenpunkt ist, der gestaltet gehört. Also uns, das haben wir auch in den vorhergehenden Veranstaltungen gesagt, uns ist eigentlich dieses Dach, was die S-Bahn dort auf den Bahnsteig baut, dieses 0815-Dach für eine Haltestelle, die so hochfrequentiert ist, viel, viel zu wenig und sollte eigentlich gestaltet werden. Da haben wir gesagt, wie eine Idee wie in Leinfelden oder eben als Zentrum gestaltet. Aber da muss natürlich die Stadt auch sagen, sie will das, der Gemeinderat, sie will das gestalten, bewusst gestalten und dort bezahlen. Sicherlich bezahlen, genau. Ja. Es waren hauptsächlich die Umstiege an der Stelle. Ja. Ja. Gut. Also. Ja. Dann haben wir. Wir haben keine Lösung noch. Nicht, nein. Aber das sind einfach Punkte, die gestaltet genau gehören. Wo man nicht, muss es Voten geben heute? Nein. Oder doch? Was? Muss es Voten geben heute? Nein. Oder nein? Wir haben keinen. Also ist da die Frage, ob man zum Beispiel jetzt noch sagt, die bestimmte Gedanken sollten zwingend vorbereitet werden für die Ausschreibung. Ich gebe nochmal an Herrn Schuppenburg. Also mir scheint jetzt, dass hier
vielleicht sogar zum ersten Mal diese städtebaulichen Gesichtspunkte und die bahntechnischen Möglichkeiten, die man jetzt in Betracht gezogen hat, etwas weiterentwickelt wurden, dass da sich doch die Dinge im Raum etwas stoßen noch. Ja? Also wenn ich den Gleisbogen nehme, dann das dritte Gleis, dann die Bebauung, das muss man meines Erachtens lösen, und zwar gedanklich vorlösen oder als Problem in den Wettbewerb einbringen. Gell? Das ist ja, die Verkehrsplaner, die haben erst gesagt, ja, jetzt machen wir erst mal so, aha, das geht. Und dann die Konsequenzen dieser Sache, gerade auf Grundstücken, die einem nicht gehören, die werden dann erst sich später entwickeln in den Verfahren. Und das ist aber schade. Ja, also das Votum wäre im Prinzip, dass man darum bittet, sich mit diesen Fragestellungen zu befassen, sowohl Mia-Seger-Straße und Erschließung dieses Gebietes von Westen her und insbesondere auch mit diesem Punkt Mitternachtstraße, um Lösungsansätze prinzipieller Art, noch nicht gestalterischer Art, aber prinzipieller Art, doch schon vorzudenken und auch eine Zielrichtung vorzugeben, ob man es will oder ob man es dadurch cancelt. Ja? Canceln würde ich es wahrscheinlich nicht, aber die Möglichkeit offen hält. Und dazu bedarf es meines Erachtens einer strukturellen Durchdringung, nicht nur aus verkehrlicher Sicht, sondern auch unter Berücksichtigung aller anderen Aspekte. Ich versuche nur nebenher Ihren Gedanken wegen des Lärms mal zu veranschaulichen. Alle S-Bahnen, die auf der Haupttrasse fahren, genauso wie am Hauptbahnhof. Die S-Bahn wird erheblich entlastet durch die Regionalverbindung, durch die Durchlasselinien. Das muss man auch wissen. Also sind durch die durchgebundenen Linien, die durchfahren können, jetzt am Bahnhof, später am Bahnhof durchfahren können, sind es etwa 20% Entlastung. Also das ist von Dr. Wurmthaler so ermittelt worden jetzt erstmal. Genau. Dadurch ist auf der Stammstrecke ein bisschen mehr Luft. Hoffentlich. Ja. Für 15 Jahre und dann wird es wieder voller. Ja. Gut. Ich wollte vielleicht noch kurz Herrn Professor Baumüller erwähnen. Wir hatten ja, wie gesagt, die Veranstaltung im Infoladen, wo das Thema eben, sagen wir mal, klimagerechte und energetisch sinnvolle Bebauung des Quartiers war das Thema. Und ich könnte mir vorstellen, das müssen wir vielleicht mit ihm mal besprechen, mit dem Infoladen, ob wir das hier auch am Modell mal ein bisschen veranschaulichen, ein bisschen diskutieren können, was das bedeuten würde. Für die Dichte, für die Möglichkeiten, die das Quartier bietet, hier auch für die Stadt etwas zu erreichen und das auch wiederum mit einzugeben in die Wettbewerbsbedingungen. Herr Professor Baumüller, wollen Sie da dazu kurz was sagen, was da war bei der Veranstaltung, oder sollen wir dann nochmal? Ich sehe schon. Ja, gut. Ja, ich habe in der Veranstaltung nur klar gemacht, was mit dem Klima passieren wird in den nächsten 50 bis 100 Jahren, also bis Ende des Jahrhunderts. Das wird eine andere Klimazone hier sein, so wie in Palermo oder im Norden von Afrika. Und da muss man sich schon überlegen, wenn man so ein Quartier entwickelt, wie das dann auszusehen hat. Und da kann man nicht einfach jetzt so Standardlösungen übernehmen. Also die Stadtplaner haben meines Erachtens viele noch nicht kapiert, dass die jetzige Planung von solchen Objekten orientiert sein muss an dem veränderten Klima, das hier kommen wird. Und wenn wir den öffentlichen Raum noch sinnvoll nutzen wollen, auch im Sommer, dann muss der entsprechend gestaltet sein.
Und da ist eine Maßgabe, ist grün, grün, grün und Schatten, Schatten und Schatten. Und dann noch möglichst kleine Grünanlagen. Deshalb habe ich auch die Meinung vertreten, dass wir nicht die Erweiterung des Parks zum Rosensteinpark hin brauchen, im Norden, schon am Schlossgarten entlang, sondern die Grünflächen müssen wir ins Quartier holen. Also das Grün zum Bürger und nicht der Bürger muss zum Grün gehen. Deshalb brauchen wir eine Gartenstadtentwicklung, eine urbane Gartenstadt, wo die Dächer begrünt sind, wo Fassaden begrünt sind, wo Alleen da sind, wo erlebbares Wasser da ist. Und das muss man sich überlegen und das sollte auch Gegenstand des Wettbewerbs sein, dass die Klimaanpassung im Wettbewerb erkennbar sein muss in den Ergebnissen. Das ist auch eine Anforderung nach dem neuen Planungsrecht, wo in Paragraph 1 in zwei Stellen steht, als städtebauliches Leitbild die Klimaanpassung und dann noch als wichtiger Abwägungsbelang. Also das muss unbedingt in diesen Wettbewerb mit rein. Das war Gegenstand der Veranstaltung. Sehr gut. Ich glaube, damals war dies bei dem Gutachterwettbewerb 1996, 97 war das mit dem Klima eben noch nicht so bewusst und wurde da auch noch nicht drauf abgehoben. Und ich, also dieses zukünftige Klima, und ich denke, das ist eben auch eine Aufgabe an die IBA, könnte ich mir vorstellen. Ich gebe mal weiter. Herr Wallin. Moment. Die Entwässerung bei Starkregen muss berücksichtigt werden. Das machen die in Dresden und vielen anderen Städten. Das sollte man hier auch mal betrachten. Das wäre das Thema Schwammstadt eigentlich. Herr Stuckenbox, Sie wollten noch geschwind. Moment. Es wäre, gerade wenn man diesen Gedanken, man könnte die Stadt ausweiten, das setzt ja die Prämisse, dass man im Prinzip die gleiche Nutzung, aber auf einer größeren Fläche unterbringen will, die dann aber grün ist. Ich finde, das sollte man sorgfältig abwägen und auch veranschaulichen, was das bedeutet. Ich finde zum Beispiel diese Allee, die da jetzt ist, die Mendelssohn-Bartholdy-Allee, an die sollte diese Bebauung nicht zu nah heranrücken. Aus anderen Gesichtspunkten, das sind natürlich nicht klimatologische, aber die würden dem ja nicht entgegenstehen. Ich würde deshalb vielleicht lieber die Bebauung etwas weniger umfangreich dort machen, aber diese Parksituation und diese Allee, und das hat auch etwas Gestalterisches, finde ich. Und das sollte man dann veranschaulichen, bevor man da, glaube ich, so eine aus einer Perspektive entwickelte Lösung präferiert. Das geht nicht um die Allee, sondern der nördliche Teil zum Rosensteinpark. Da ist Platz größer bereit. Der Park ist der Rosensteinpark. Ich gebe schön weiter. Moment. Ich muss an dieser Stelle, wo jetzt das Parkettpostamt ist und diese Gleisabstellflächen, da muss ich den Rosensteinpark nicht noch vergrößern. Der ist groß genug, der ist auch nicht überfrequentiert. Es ist viel wichtiger, diese Grünfläche in das Quartier zu bringen als zusätzliches Grün. Das ist vom Klimatischen her einfach sinnvoller. Dass es andere Gesichtspunkte geben mag, das ist unbenommen, aber es muss zumindest mal diskutiert werden. Ich komme gar nicht. Die Klimauntersuchungen, die den früheren Wettbewerben zugrunde lagen, haben immer diese Ecke, gerade diese Ecke für den Luftaustausch, für besonders wichtig empfunden. Ich habe sogar noch die Vorgabe von dem Wettbewerb. Ich finde, man muss es abwägen, der Klimawandel, also die Erwärmung und der Luftaustausch, das sind zwei Dinge, die muss man sicher auch da noch harmonisieren. Also ich sehe schon, das wäre eine Sache, die man vorher klären sollte, bevor man den Wettbewerb ausschreibt und durchaus auch mal ein Klimamodell machen, wenn es irgendwie möglich ist. Also ich denke ja vom Neckar her, ist ja eine offene Ecke, da wird eine Luftströmung reinkommen Richtung Park und das soll man alles offen lassen, nämlich die Stadt will auch dringend. Frau Münch. Ja, also das ist dieser berühmte Cannstatter Kreisel, ne?
Also man muss sagen, dadurch, dass der Neckar quasi ein Neckarknie ist in Cannstatt, hat man dort eh ein Luftwirbel, ja, und das Cannstatt bekommt Luft einmal über das Nesenbachtal, da reden wir jetzt eigentlich gerade drüber, ne? Das ist unsere Stuttgarter Luft, ja? Die ist jetzt nicht so ganz gut, ja? Dann die zweite Luftschneise kommt vom Pragsattel runter, da haben wir also auch Industrie- und Autoabgase, ist auch nicht sehr gut. Die dritte Luftschneise kommt aus Esslingen, übers Neckartal, da ist auch Industrieabgas. Entlang 14 ist auch kein guter, ist auch keine gute Entlüftung, ja, und der hygienisch einwandfreie Luftkörper, den wir so ein bisschen haben, der kommt vom Kappelbergtunnel, ne? Über quasi die Nürnberger Straße, das muss man so sagen, da hatten wir mal was, Kräutelstein nicht bebauen und so, gab es so Aktionen. Wenn man jetzt so viel über Grün in der Stadt, Herr Baumann, ich stimme Ihnen zu, ich denke auch, dass das Paketpostamt im Weg ist. Mir wäre auch noch wichtig, das Gebiet beginnt ja oben bei A2 und es endet am Neckar. Und nur wenige Stuttgarter Stadtteile haben ja das Privileg, dass man so auf den Neckar gucken kann. Man hat natürlich man hat die Erhöhung des Geländes und eigentlich könnte man dann von diesen Wohnungen und eigentlich auch, wenn man dann auf dem Park steht, wenn es den Rosenstein nicht gäbe, so interpretiere ich die Höhenlinien, dann auch immer schön auf den Neckar gucken. Also mir wäre noch wichtig, dass man quasi auch, wenn man an den sozusagen, wenn man das Gelände dann einordnet, ja, dass man dann eben auch irgendwie versucht, irgendwie an den Neckar zu denken. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie das gehen könnte, ne? Aber dass man dann eben einfach so sagt, das ist eigentlich ein Gelände, das dann potenziell dann dorthin ausläuft, ja. Also wichtig ist auch, dass von den Leuten, also kann man das erreichen, dass von den Leuten, die dann dort wohnen, dass die eigentlich dann auch relativ barrierefrei zum Neckar kommen, ja. Ne, da gibt es ja dann die Schiffanlegestellen und da haben wir leider auch oft Straßen außenrum und das wäre aber dann eigentlich auch eine Aufgabe, dass man dann sagt, okay, ne, dann eben auch einfach zum Neckar laufen und dann den Neckar dann dort erleben, so als Zusatz, ne, als zusätzliche Möglichkeit, sich zu bewegen. Dann noch was zu dem Bähnchen durch den Park, das Sie gelegt haben. Das, also ich denke, im Augenblick ist es so, dass diese Strecke der U-Bahn bis zum Stöckach, das ist somit die belegteste Strecke überhaupt. Ja? Also alles, was Sie quasi vom Stöckach in die Stadt reinlegen, das wird nicht mehr funktionieren. Also die großen Strecken, U12 und so, werden ja heute, müssen ja auch anders gelegt werden. Also insofern wäre es ja vielleicht ganz nett, wenn Sie das Bähnchen dann direkt die Hackstraße hochschicken, wenn das geht, ja. Aber wenn Sie über Stöckach fahren, dann könnte das schwierig werden, ja. Einfach weil die Strecke über Stöckach so extrem eng ist, ja, mit dem Takt. Vielen Dank. Ja, weil es eben angesprochen wurde, der Zugang zum Neckar. Ich hatte ja schon mal auch vorgeschlagen, das Leutzebad zu verlegen. Wenn man das Leutzebad nimmt und dorthin legt, wo jetzt das Paketpostamt ist, dann haben wir da eine sehr niedrige Bebauung, die ich begrünen kann. Das kann parkähnlich ausgestaltet sein. Ich habe Wasserflächen, die kühl sind. Stadtklimatisch ist es eine optimale Lösung. Und damit bekomme ich einen Grünzugang zum Neckar und kann am Neckarufer entlang zu Wilhelma laufen. Also solche Dinge sollte man vielleicht mitdenken oder mal überlegen. Und das Wasser da hochzupumpen, wenn wir das Wasser vom Bodensee her pumpen können, ist sicher kein Problem. Und wäre sicher attraktiv auch fürs Bad. Man hätte nämlich dann den Blick von da oben oder am Gelände dann vielleicht auch abgestuft, das Bad in Terrassen zum Roten Berg und runter zum Zuckerlesberg und auf Cannstatt. Wäre mal zu überlegen, das könnte man auch im 3D-Modell mal machen, wenn man das ausschneidet, das passt da bestens rein, nimmt gar nicht viel Platz weg. Was würde das kosten? Die Sanierung steht ohnehin in 20 Jahren an, vom Leutzebad. Da steckt man da kein Geld mehr rein. Ich gehe mal weiter. Kann das in die Ruine einbauen, eventuell? Ich wollte nochmal den Gedanke konkretisieren, den der Herr Weigel mit der verkehrlichen Anbindung von der Stadtbahntrasse
von Stuttgart Ost in Richtung S-Bahn-Station Mitternachtstraße uns gezeigt hat. Im Regionalverkehrsplan ist diese Maßnahme, nagelt es mir nicht fest, irgendwie unter Maßnahme 285 benannt als Stadtbahntangentiale von Ostenstraße über Bergfriedhof, SWR, Werderstraße und dann über eine Grünbrücke in das neue Gebiet, Rosenstein Gebiet B, mit der Anschluss an die S-Bahn-Station Mitternachtstraße und dann vielleicht durch die Achse dann rüber zur Stadtbahn U12, also eine klassische Tangentiale, wo man dann noch nicht weiß, wo die weitergeführt wird im Stuttgarter Osten und ob die vielleicht über die Gäubahn langfristig geführt wird. Also diese Stadtbahn-Tangentiale wäre natürlich sowohl für den ÖV-Nutzer als aber auch für Fußgänger und für Radfahrer, die jetzt nicht so durch den Schlossgarten mit so geschlingelten Wegen da hoch wollen, sondern vielleicht über eine schnelle Stadtbahn Trasse, wo dann der Umweltverbund, wie man da sagt, also Radverkehr, Fußgänger und ÖPNV gebündelt wird, dann hätte man eine konkurrenzlos schnelle Anbindung zwischen Stuttgart Ost und Stuttgart Nord. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem täglichen Verkehrsgeschehen schildern. Ich habe im Infoladen mal Pläne abgeben müssen, abends um 17 Uhr. Ich habe das Auto im Stuttgarter Osten stehen gehabt, im Bergfriedhof. Da bin ich um 16.30 Uhr abgefahren und der tägliche Stauwahnsinn über Stöckach-Heilmann-Kreuzung, Stuttgart-Nord und dann in die Achse Mitternachtstraße, also Luftlinie vielleicht 2,5 Kilometer, da braucht man eine halbe Stunde im Stau. Insoweit wäre der Vorteil für eine Direktverbindung tangential mit der Stadtbahn und auch mit den anderen Verkehrsmitteln, Umweltverbund, also zu Fuß gehen, Radfahren, evident, das hat man jetzt hier noch nicht. Also das sollte man vielleicht in diesen Wettbewerb doch dann auch mit einbinden, dass man sagt, da gehört der Umweltverbund, also ÖPNV, Rad und Fuß, priorisiert, weil mit dem Auto müssen wir umwegig fahren über die Heilmannkreuzung. Also das bloß mal als Sachverhalt, der in die Debatte auch langfristig wieder eingebunden werden sollte. Gut, wir haben jetzt 20.30 Uhr, es ist 8:30 Uhr. Wir hätten noch eine Viertelstunde, aber wir sind schon ziemlich mit dem Thema, was wir heute Abend hatten, durch. Wir werden nächstes Mal im Februar werden wir dann die Bestandsbauwerke der Bahn anschauen und werden uns darüber mal Gedanken machen für heute. Wenn nicht noch jemand was hat, würde ich sagen, schließen wir die Veranstaltung. Vielen Dank, dass Sie da waren heute Abend. Das ist natürlich auch immer eine etwas schwierigere Kost, die Stadtplanung, und kompliziertere. Wir haben gesehen, dass wir ja nicht nur die öffentlichen Hochkulturstandorte mal vordenken müssten für den Wettbewerb, auch die ganzen verkehrlichen Dinge lösen oder mal zumindest vorgeben würden. Ich denke, so wie es Herr Stuckenbrock gesagt hat, dass das Wettbewerbsteilnehmer auch von außerhalb uns nicht sagen können, sondern das können eigentlich nur wir sagen, wie wir das haben wollen, oder zumindest die Stadt, die sich einfach lange damit beschäftigen mit dem Thema. Und ich denke, dass da eben in der Verwaltung sehr gute Kräfte sind, die da durchaus Lösungen oder Vorschläge machen könnten. So, das wäre es jetzt eigentlich von meiner Seite aus, und wenn nicht noch jemand was hat, würde ich sagen, machen wir unser obligatorisches Gruppenfoto vorne, genau, auf der Bühne. Und wir sehen uns am 19. Februar dann gerne wieder. Ja, um 18 Uhr wieder hier, Max Benze. Und so wie es aussieht, mit Gästen, die uns ihre Konzepte vorstellen zu den Bahnbauwerken. Wir haben zwei Vereine, die in studentische Arbeiten eventuell, also wir wollen dann jetzt noch nicht zu sehr vorgreifen, aber wir werden dort studentische Arbeiten sehen und werden dann diskutieren. Also es sind einfach Umnutzungsvorschläge für die bestehenden Bauwerke, die wir hier diskutieren wollen. Einfach um mal zu sehen, lohnt es sich, die Bauwerke stehen zu lassen, oder ist es besser, sie abzureißen? In der roten Linie, ich erinnere, sind sie einfach geköpft, halb abgeschnitten. Der eine Teil ist unten im Dreck und der andere Teil oben ist weg. Und
Das wollen wir nicht haben. Also entweder ganz oder Umnutzungsvorschlag und dann richtig gut umgenutzt oder dann ganz weg. Also inklusive Fundamente, dass wir dann dort auch bauen können oder Park dort haben können. Das wäre es eigentlich. Gut. Dankeschön.